Oh, Sequenz. Nachdem die Assassinen die Templer in London besiegt hatten, genoss die Stadt 20 Jahre lang einen gewissen Frieden. Schön. Bis zum Herbst des Schreckens. Ja. 1888 wird London in Angst und Schrecken versetzt durch eine Reihe von grausamen und nicht aufklärbaren Morden. Die Bordelle von Whitechapel wirken warm und sicher im Vergleich zu den dunklen Straßen, in denen Prostituierte ermordet und auf groteske Weise der Welt zur Schau gestellt werden. Jacob Fry jagt den schwer zu fassenden Mörder, um dem Schrecken von Jack the Ripper ein Ende zu setzen. Jacob und Jack. Ich hab ein Glas voll Dreck. Beeilen Sie sich, Mr. Finch. Das ist die Story unseres Lebens. Mr. Weaversbrook, ich weiß, Sie haben noch mehr Briefe vom Ripper. Sie sollten sich doch von mir fernhalten. Sie dürfen sie nicht veröffentlichen. Sie haben einen unbekannten Schurken in eine Legende verwandelt. Das ist genau, was er will. Jacob! Endlich habe ich dich gefunden. Deal mit mir. Es geht um den Ripper. Er hat es wieder getan. Katie? Oh, bitte nicht. Nein, das darf er nicht. Und Lizzie? Nicht beide. Uff. Selben Nacht. Nelly, denke an meine Worte. Jetzt geh. Wie viele Assassinen müssen noch sterben, bevor du die Wahrheit sehen wirst? Nur noch einer, Jack. Oh. Okay. Wir du kennen ihn. Glauben sollen, Jacob. Oh. Und jetzt werde ich dich jagen. Okay. Oh shit, es geht instant los. Weißt, dass du hier bist, Jack. Hat der Meister des Schreckens etwa Angst, sich zu zeigen? Ich bin dein Schatten, Jacob. Okay, unerwartet. Samen Ergustav, Dankeschön für das Sub übrigens. Den Sub, die Sub, Junge. Kriegt Dream natürlich ein Emote. Okay, und wir sind Jack und wir kennen uns anscheinend. Dachte erst, es wird vielleicht so eine Twist-Story. Jacob ist es selbst oder so, aber das scheidet jetzt wohl aus an der Stelle. Interessant. Fang ihn. Fang ihn? Oh, okay. Von ihnen ausweiden, wenn das der schnellste Weg zu dir ist. Oh, shit. Okay, Angst. Wir sind Jack gerade. Der Schrecken, den Jack in London verbreitet, basiert auf seinem Einsatz von Angst. Eines, wie geil ist das Artwork hier, oder? Wie geil ist das Artwork? Holy fuck. Eines von Jacks Ängsten, die Angst gereden, ist der brutale Takedown. Wird der brutale Takedown bis zum bitteren Ende ausgeführt, versetzt er alle Gegner, die ihn beobachten, in Panik. Halten Sie, wie bei einem klassischen Attentat, links gedrückt, um einen brutalen Takedown zu beginnen. Folgen Sie danach den Anweisungen, um ihn abzuschließen. Okay, so kleines Quicktime-Event. Krass, also atmosphärisch Mega-Ding. Nicer Twist auch, dass wir erstmal Jack spielen. Holla, und wir scheinen ihn zu kennen. Mal gucken, hab Evie noch nicht gesehen. Gender-Debatte in London. London-Video gesehen, du hast einen neuen Gürtel, Stufe 9, mit dem Symbol drauf. Ah ja, das ist richtig. Siehste, alles merkt man sich doch immer nicht. Ganz traurig. Christa, hallöchen. Gut, gucken wir mal, wir fahren fort. Und ich soll gedrückt halten. Okay, weiter. Ach du Scheiße, weh. Räum's nochmal links, smashen. Alter, S... Links. Was zum Fick? Oh, shit. Alter. Okay, das war... Uff. Das war... Krass. Okay. Jack hat seine Pläne nicht durch das Töten zufälliger Zivilisten verwirklicht. Alles klar. Shit, das war ein Takedown, Boys. Da können sich diverse Wrestler noch was abschauen. Ich muss nur deinem Geruch folgen. Dem Geruch eines verwundeten Tieres. Üff, du bist halt ein Mörder, ja, aber muss man deswegen so eskalieren, Freunde? Es war ja Kampfrausch, sein Vater, wie ich das... nirgendwo vor mir verstecken. Hallo.
Das Angstsystem geht noch weiter, okay. Gegner reagieren in 3 Abstufungen auf den Schrecken des Rippers. Ruhig, verängstigt oder panisch. Also sie haben für dieses DLC ein komplett neues System auch etabliert. Das finde ich sehr cool. Angstaktionen verängstigen ihre Gegner zunächst und versetzen sie dann in Panik. Sie können den Angstzustand eines Gegners mit den Angstgeräten beeinflussen. Zum Beispiel mit dem Todesschrei oder Spießen. Alles klar, ich habe gar keine Ahnung. Man kennt natürlich auch Jack the Ripper, aber fragt mich auch nicht nach Details oder so. Holy fuck. Mal schauen, wir kriegen bestimmt jetzt wieder einige schöne Anzeigen dazu, oder? Halten Sie T gedrückt zum Einatmen. Okay, mache ich. Und los zum Schreien. What the fuck? Okay, drücken Sie F, um einen ausgerüsteten Spieß zu benutzen. Oh! What? Alter! Okay. Holy shit! Halt! Willst du mich, Jack? Dann komm und hol mich! Versuch ich doch! Uff! Das ist nicht unser Weg. Ja, auf YouTube jetzt erstmal Content für Kinder einschalten. Ich will Jacob nicht töten. Werde ich Jacob töten? Nein. The fuck? Ich will Jacob nicht töten. Das bin ich, Mann. Mir entkommst du nicht. Ich hab den gelevelt, Mann. Okay, cool hier, wie die Abbilder so angezeigt werden, wo er war. Wir wissen natürlich auch, wie Jacob vorgeht. Okay, ja, DLC 12 Euro kills Jacob am Anfang und vorbei, man kennt es. Ich hätte es jetzt gefeiert, wenn er in dem Heuhaufen gewesen wäre. Kurz mal out of sight. Okay, hier rein. Hier weiter. Hier weiter. Okay, wir müssen auch nicht ständig Adlerauge drücken. Spüre Jacob auf, bring ihn zur Strecke. Richtig cool auch mit diesen richtigen Psycho-Nachrichten. Da ist er. In der Kutsche. Ja. Kriech zurück in dein Loch. Kleine Maus. Top Synchro auch, Boys. Können wir überhaupt nicht meckern. Wahnsinn. Atmosphäre, Gameplay, richtig guter Start. Wo willst du denn hin, Jake? Jack, du bist krank. Boah, Junge! Erkennst du die Ironie nicht, Bro? Jack! Nur du weißt, wer der Ripper ist. Aber du kannst es niemandem sagen, weil es dich und die Assassinen. Okay. Nein, 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 nein! Scheiße! Jack! Wir können dich heilen. Mich heilen? Ich bin die Heilung! Junge! Ich dachte, Evie kommt jetzt! What? Ey, das gefällt mir nicht mit der Musik gerade. Ey, das war mein Main Character. Die Heilung war eigentlich durch. Ja, Freunde, das war das Jack the Ripper DLC. Hoffe, hat euch gefallen. Für 300 Euro kannst du jetzt nicht meckern. Der Bezirk White Chapel, einen Monat später, den kennen wir, by the way. Miss Fry. Inspektor Eberlein. Warum genau haben Sie mich herbringen lassen? Seit Monaten jagen meine Männer und ich den Ripper rund um die Uhr und wir haben nichts vorzuweisen. Jedenfalls nichts für die Öffentlichkeit. Was hat der Ripper mit mir zu tun? Mein Bruder hat mich aus Indien hergerufen. Kann das nicht warten? Soweit ich weiß, sind Sie vielleicht die letzte Assassinin Londons. Oh. Wie meinen Sie das? Wo ist Jacob? Wenn ich das wüsste. Ihr Bruder ist unauffindbar, während ein ungreifbarer Schatten die fürchterlichsten Verbrechen begeht, die diese... Und Sie glauben, das ist kein Zufall? Der Mörder ist wählerisch und leidenschaftslos und hat bisher nicht eine einzige Spur hinterlassen. Ein solches Talent für das Töten, ohne entdeckt zu werden, habe ich nur einmal erlebt. Bei meiner Arbeit mit Ihnen beiden.
Und deshalb hat Jacob sie gerufen, bevor er verschwand. Sie meinen, er ist tot? Das würde ich nicht wagen. Doch wenn dem so ist, sind Sie die einzige Person, die den Ripper stoppen kann. Kommen Sie. Gerade noch gelobt, jetzt kackt die Synchro random ab, man kennt es. Aua, haben ja Untertitel, ja, alles cool. Was werdet ihr dieses Monster endlich erwischen? Ich bringe sie an den Ort, wo der Ripper zuerst zuschlug. Ihr seid unfähig! Die Presse scheint immer zuerst davon zu erfahren. Wenn wir ankommen, sind alle Beweise bereits zertrampelt und am nächsten Tag triefen die Schlagzeilen vor Blut. Die paar hundert Jahre zwischen Flower und Dean Street sind so gefährlich geworden, dass meine besten Constables Angst haben, nachts in Whitechapel auf Streife zu gehen. Nehmen wir doch eine Kutsche, ja? Ich möchte nicht schon wieder ein Ei ins Gesicht bekommen. Und lecker gratis Eier, Boys. Ich fahre. Was? Ja, ich fahre. Sehr gut. Ob es vielleicht doch Jacob selber ist und er hat so in seinem Kopf mit sich gerungen und hat irgendein neues Templar-Artefakt gelöst oder ist einfach durch die ganzen Morde wahnsinnig geworden? So wie so ein alter Ego-Ding, so Gollum-mäßig, wisst ihr? So Smeagol und Gollum. Töte sie beide. Jack the Ripper, Jack the Ripper, keine Ahnung. Die Kutsche fahren. Mal gucken, wo es hingeht. Was ist aus dem Bezirk geworden? Whitechapel ist voller Verbrechen, Miss Fry. Hier regiert allein der Schrecken. Woanders werden die Reichen reicher, aber hier leben die Armen von den Ärmsten. Die kämpfen jeden Tag ums Überleben. In der Presse genießt Whitechapel einen Ruf als Hort der Wilden, Monster und Werwölfe, die ehrliche Bürger in ständige Angst versetzen. Vor dem Ripper. Krass, traust du das Jacob wirklich zu? Naja, ist halt eine Psychose so, da ist ja keiner in dem Rahmen vor sich. Und wenn man ganz schwach, ich weiß nicht, wie viele Kills ich so gemacht habe, ich erinnere an unseren Kill von den Sternsängern, kann man schon mal ein bisschen crazy werden. Mal gucken, ich weiß es nicht. Hello, wir sind da. Nicht weit von hier wurde Mary Ann Nichols ermordet. Ich kannte sie als Polly, so wurde sie von ihren The Freunden Horde is my die Frau, die people. Hier starb, ist nicht dieselbe, die ich ein paar Mal im Frying Pan traf. Wer war sie dann? Ich habe gehofft, das könnten Sie mir sagen. Sehen Sie bitte selbst. Cool, Leichen angucken. Ja, Pferde ist, danke schön. Den ersten Mord begangen. Wurde Miss Nichols identifiziert? Ihr Ehemann hatte sie seit 11 Jahren nicht gesehen. Er hat diese arme, geschändete Frau nur kurz angesehen, bevor er die Frechheit besaß, ihr für das zu vergeben, was sie ihm angetan hatte. Die Presse berichtete, dass Miss Nichols den Abdruck eines Rings am Finger hatte. Er wurde gewaltsam entfernt. Dasselbe gilt auch für die anderen Opfer. Okay. Dann beginnt jetzt wieder so Witcher-artige Suche vermutlich nach Hinweisen. Ja, Adlerauge, markieren Sie jener. Das finde ich schön, dass wir uns im DLC jetzt das Adlerauge erklären. Finde ich gut. Ich habe das wirklich nötig, Mann. Ich hätte wieder alles vergessen bestimmt. Ganz neue Spielerfahrung. So, wir haben seltsame Spuren. Hello. Erzählen wir was? The Horde is my people. Ich wollte gerade sagen, sonst kann Vol'jin nämlich auch was sagen. Fundort der Leiche. Die Leiche. Die Leiche des Opfers wurde hier gefunden mit aufgeschlitzter Kehle und mehreren Stichwunden im Unterleib. Die Blutspuren sind noch sichtbar. You're too cute. Dankeschön für 14 Monate. Escape und nein. Okay, haben wir einfach... Ah! Mary Ann Nickers. Todeszeitpunkt vor 3 Monaten, mehrere Wunden. Das ist halt mega, mega cool. Dass sie das so darstellen, wie auch eben, als wir Jack selber gespielt haben mit diesen seltsamen Botschaften, wo viele von euch gefragt haben, ist das nicht normal, das so zu hören und zu sehen? Nein, lasst euch endlich einweisen, verdammt nochmal. Gut, Hinweise gefunden, 1 von 3. Zählt nur das hier zum Tatort oder können wir hier auch raus? Nee, da ist auch noch was. Okay, scheint echt nur diese kleine Ecke hier zu sein. Was ist das, eine Hand? So, Handabdruck. Hier hat sie sich mit ihrer Hand abgestützt, vermutlich erschöpft wegen ihrer Wunden. Bei dieser Gelegenheit könnte sie ihren Ring weggeworfen haben. Ah ja, und vielleicht ist der Ring ja ein Hinweis. Ach, gucke. Sehr schön. Okay, da gegen und von da dann möglicherweise abgeprallt. Alles klar. Das heißt, hier oben haben wir noch was. Interessantes Gameplay-Segment. Ein seltsamer Ort für Blutfle... Oh, Denkerpose vorne. Denkerpose. Finger zwischen Lippe und Nase. Offenbar hat etwas im Blut Getränktes diesen Baum getroffen. Vielleicht ihr Ring. Scharf kombiniert, Sherlock. Ne, man weiß jetzt nicht genau. Ist es doch Evie Fry oder ist es Sherlock Holmes? Mal sehen. Das heißt, hier war der Blutspritzer. Dann muss der Ring doch... Da?
Wait. Ah! Okay, die Flugbahn generieren. Rechts, so quasi, dagegen. Oh, das ist ja cool. Und da müsste es dann gelandet sein. Wow! Was geht? Detektivgame am Stizzle, das ist cool. Insofern es jetzt nicht alle 3 Sekunden kommt. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Das heißt, hier muss er liegen. Ja, nice. Assassinenring. Aha, ein Ring, den nur eingeschworene Assassinen tragen. Oh, oh. Der Assassin-Mörder-Boys. Ich habe ihren Ring. Ein Assassinenring. Sie zu knechten. Sie muss ihn während des Kampfes weggeworfen haben. Ein verzweifelter Versuch, die Bruderschaft zu schützen. Sie glauben, es gab einen Grund? Ja, und die Nachrichten beschuldigen die Polizei, mich, die wichtigste Stadt der Welt, zurück in urzeitliche Barbarei verfallen zu lassen. Ich muss mich entschuldigen, Miss Fry. Ich habe noch in Whitechapel zu tun. Guten Tag, Inspektor. Danke für Ihre Diskretion. Was macht er da? Was macht er mit seinen Armen, wenn ich von Diskretion rede, Mann? Herbst des Schreckens, abgeschlossen. Ja, krass. Okay, das war das Credo eines Monsters. Unser erster Fall. Sandor, hallöchen. Grüße. So. Abeline Sympathisantenaktivitäten. Inspektor Abeline braucht ihre Hilfe. Der Schrecken des Rippers hat eine regelrechte Verbrechenswelle ausgelöst. Von kleinen Diebstählen bis hin zu Nachahmungsmorden. In Whitechapel herrscht die wilde Barbarei. Er hat eben gar nicht so schön Chapel gesagt, wie ich das immer tue, ne? So traurig. Aktivitäten aus den Bereichen Kopfgeldjagd, die Kampfclubs und Kutscher, nee, nicht Kutscher, sondern Kutsche der Justiz stehen nun zur Verfügung. Okay. Ich muss Jacks Einfluss auf die Gangs in London brechen. Ah ja. Okay, ich wollte gerade sagen, kriegen wir wieder irgendeine Verknüpfung, dass wir was befreien müssen? Ja, natürlich, indem wir sagen, du, liebe Gangs, liebe Nachahmer, so geht es hier nicht weiter, ist das auch wieder eine ganz andere Regelung. Was ich gerne mal gucken möchte, ist sowohl das Inventar als auch unsere Fähigkeiten. Oh, wir haben extra Fähigkeiten. Sieh mich jetzt mal an. Wenn Sie einen brutalen Takedown ausführen, werden Sie aus größerer Entfernung gesehen. Also, wir haben auch hier jetzt das Angstsystem quasi. Lebenssauger, sie halten Gesundheit, wenn sie Takedowns ausführen. Was zum Fick sind denn diese Wolken? Bin ich der Sandmann oder was? Der Folterer, aufgespießte Gegner brechen langsam zusammen und schreien länger. Spiel's Recycling, wir haben eine Chance, den wieder zu plündern. Ach du Scheiße. Okay, macht Lärm, Geräuschradius von Angstbomben ist größer. Wow, und hier unten Angst und Schrecken. Ein ruhiger Gegner wird verängstigt, wenn er einen panischen Verbündeten sieht. Kommen Sie in der Story voran. Ach so, wir brauchen schon Punkte, aber wir haben auch extra Story gelöst. Okay, und Inventar werden wir auch nicht... Ach, Kieferklopfer. Holy fuck. Schädelknacker. Liebesgrüße von Kali. Goldene Palme. Die Palmen sind Goldboys, okay? Knöchel, Sandwich und der Kritiker. Das finde ich gut. Druckt ihre Schlagzeilen auf deren Gegner. Alles klar, Assassinenhandschuh, gut, können wir alles kaufen. Der Samthandschuh, Schusswaffen, also alles neu. Was ist das denn? Der Feuerspucker. Geil, füllst den mexikanischen Bohneneintopf rein. Dann läuft das. Dann läuft das, keine Farbe, hier können wir andere Farben kaufen. Oh, das ist ein schönes Rot. Das ist ein schönes Rot, aber ich glaube, wir heben uns das erstmal auf und upgraden können wir natürlich auch alles entsprechend. Na gut, für die Main Story müssen wir das gar nicht machen. Ja, mal gucken, vielleicht können wir das ein oder andere mitnehmen. Ansonsten gehen wir erstmal zur Main Story. Vielleicht muss ich ja auch leveln, weil ich einfach zu bad bin. Mal sehen. Und es scheint uns auch nichts gebracht zu haben, dass wir irgendwas freigeschalten haben im Vorfeld. Das DLC ist also eine extra abgepapselte, genau, eine abgekapselte Kampagnenversion von unserem London. Was macht denn er da? Was ist denn da los? Was war denn das für eine Position? Um Gottes Willen. Aber gut, von mir aus. Was natürlich krass wäre, wenn wir jetzt hier auch random überfallen werden könnten oder so. Ne? Wenn es heißt, oh, die Assassinen. Jack, wenn wir ihnen die Assassinen bringen, dann wären wir verschont oder solche Sachen. Mal schauen. Magomian, 9 Monate. Dankeschön, wie die Zeit vergeht. Ne? Wahnsinn. Zum Advent haben wir uns schon letztens. Ne? Ich gratuliere. Herzlichen Glückwunsch zum Advent. Haben wir ja gesagt. Schönen Advent und so weiter. Ne? Die Adventszeit, Freunde. Das ist wirklich wahnsinnig. Polizisten. Ne? Unsere ganzen coolen Gang-Perks sind ja jetzt auch nicht aktiv. Wir müssen echt aufpassen, was wir machen. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, ne? Dass hier nichts mit alle mit Zehntausenden von Funden bestochen und so weiter. Crazy stuff, Mann. Crazy stuff. Pleitendieb. Hallöchen, Nemesis auch am Sizzle. Hi, hi. Und wir müssen anscheinend in den Eingang. Das heißt, mein kleiner Wandexkurs hat mir jetzt gar nicht so viel gebracht, wie ich gerne hätte. Aber so ist das Leben, ne? Manchmal
gehst du eben auf ein Dach und dabei musst du in den Keller. So, da sind wir. Hallo, na, ich grüße euch. Moin. Und wir sind im schönen Quartier. Ach, guck mal hier, mit Jacke, so mantelmäßig, ne, der gute Mann. Drin ist auch kalt. Ja, wir wollen ja auch nicht zu viel heizen, ne, es kostet ja alles teuer Geld. Störti, hallöchen. Grüße. Und wir sind bei unserem nächsten Credo-Quest-Teil. Ivy beginnt ihre Ermittlungen in Jacobs Unterkunft in der Hoffnung, dass ihr verschwundener Bruder ihr einen Hinweis zum Aufspüren von Jack the Ripper hinterlassen hat. Die Frage ist, haben wir das getan? Ich hatte ja auch keine Möglichkeiten, wir hatten ja keine Quick-Time-Events oder so. Ja, von daher, keine Ahnung, ob wir was finden. Wir haben was geworfen, ja, aber vielleicht reicht das schon. Mal gucken. Inspektora, wir legen los. Ja, die Gruppen waren gut, ja. Im Bericht steht, dass Miss Nichols am Abend ihrer Ermordung ein Spektakel aus ihrer Trunkenheit gemacht hat. Könnte Jacob sie angestiftet haben? Als Köder, meinen Sie? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, Miss Fry. Jacob wohnte hier ganz in der Nähe, mitten im Herz dieses... Als Köder, meinen Sie? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, Miss Fry. Jacob wohnte hier ganz in der Nähe, mitten im Herz dieses Sündenpfuhls. Passen Sie auf. Pfuhl! Verlassen Sie sich darauf. Nice. Inspektor Vito, Alter. Er ist wieder am Ermitteln. Wobei, Emeron, das waren weniger die Gegner. Ich weiß nicht, inwieweit du unseren Gruppenchat und so verfolgt hast. Das waren unsere Leute, die sabotiert haben und RP't haben und AFK waren. Und ach, es war ganz traurig von der PvP ist einfach nur AIDS. So, was ist denn das hier für ein Fenster? Ah ja, zu den Assi-Kindern. Ja, immer ein Fenster zum Hof. Da ist er. Immer ein Fenster zum Hof offen haben. Sehr gute Sache. Sehr, sehr gut. Das passt jetzt, Vito, oder? Das war jetzt so ein richtiger Wink des Schicksals, Junge. Das kannst du wieder keinem erklären. Hatte ja, wann war das? Gestern, heute auch ein Schuhgurken-Partner. Da war die Matrix wieder sowas von real. Wir sehen einfach, sie existiert, ob wir wollen oder nicht. Ne? Na, geht raus, auf jeden Fall. Na, 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 na. Das ist der Hawaii-Tour-Song. Gut, hier kommen wir sogar ganz rüber, Junge. Das funktioniert auf jeden Fall noch. Die waren nicht gut, die waren geared as fuck. Ja, aber es lag weniger, wie gesagt, an den Gegnern, als eben vielmehr an unseren Gruppen. Ne? Allein dieser eine Priester. Dieser Guffel, sonst was wie er heißt, Guffel-Priest oder so, der von vornherein irgendwie alle ausgelacht hat und getanzt hat und... Ach, keine Ahnung, das war einfach mega seltsam. Ich habe weniger von den Gegnern mitbekommen, die irgendwas gut gemacht haben, als vielmehr, dass bei uns Leute sofort rausgehen, eben geflamed wird, ja, nichts gemacht wird, sabotiert wird und so weiter und so fort. Und das war, glaube ich, deutlich ausschlaggebender. Aber ja, auch die Gegnerbedingungen waren nicht gerade gnädig, ne? Die waren nicht gerade gnädig. So, da ist die Hütte mitten im Sündenpfuhl der Stadt, liebe Leute. Wir dürfen gespannt sein, ob da jetzt auch ein Sündenkrog droppt oder ob wir dafür wirklich im völlig falschen Spiel sind. Mal sehen. Wie kommen wir denn bei Jacob in die Bude? Der ist ja Assassine, der wird die Fenster oben ja zuhaben, ne? Sonst war das ja immer mein Weg nach drinnen, wenn man so sagen möchte. Junge, gestern hatten wir nicht einen Frame-Drop, Junge. Nicht einen. Und heute haben wir 2%. Was soll das denn? Ich hasse Internet, Junge. Ich hasse einfach Internetleitungen. Ich muss es so sagen. Gestern 0% über 2 Stunden und jetzt in 20 Minuten 2%. Wisst ihr, das ist auch alles nicht schön. Eingang, andere Seite. Wirklich? Ah, Junge. Wir haben doch eben gelernt, dass überall ein Fenster zum Hof ist. Ne? Natürlich nur nicht da, wo wir rein müssen. Eine Hütte im Wald. Man kennt es sehr genau. Okay, wir sind natürlich sehr, sehr angetan davon, dass wir auf die andere Seite müssen. Hoppala. Und hier geht's rein. Hallöchen. Moin, er würde hier nicht lauern oder so. Ne, er ist ja kein mieser Camper. Hoffe ich zumindest. Erreichen. Okay, die Tür ist auch geschlossen. Ich hoffe mal das Beste. Ja, keine Jumpscares. Finde ich gut. Oder? Hatte ich zu große Fresse? Nee, alles cool. Ja, geile Hütte. Schöne Junggesellenbutze. Guck mal, da wurde sogar noch Kleingeld im Sofa gesucht. Ich werde das Kleingeld vorsorglich erschießen. Was haben wir denn? Wir haben so gut 30 Messer. Was ist passiert? 30 Messer. Wisst ihr, wie die Missionen ausgesehen hätten in der Main Story, wenn ich schon mal 30 Messer besessen hätte? Alter, das ist krass. Okay, von mir aus, da sind wir dabei. Ne? Da sind wir dabei. Adlerauge. Mal schauen, wir haben Mülleimer. Wir haben wieder Kratzspuren. Ah ja, hier haben wir ja gekämpft, ne? Dann war ja auch irgendwo das Regal, nehme ich an. Auch hier liegt noch was. Und beim Sofa. Beim Sofa können wir lustigerweise nicht schauen. Okay, dann gucken wir erstmal hier beim Eingang. Einschüchterungswaffen. Ganz wie die wir von unseren indischen Brüdern kennen. Ah! Wait, von unseren indischen Brüdern? Oh oh. Spieße und Angstbomben. Jacob und Evie wurden im Umgang mit ähnlichen Waffen in Indien trainiert. Okay.
Ja, wir haben ja auch gar nicht so viele mit so einem Aha-Effekt, ne? Hier steckt auch noch so ein Spießding rum. Dass ich komme, Bruder. Gib mir ein Zeichen. Ja, let's go, hier. Also, jetzt sagt sie wieder nichts. Mann, ich weiß nicht, wann Ivy Bock hat zu reden. Ivy wohnt mit Mr. Green in Indien. Ach so, ich dachte, ich habe jetzt vielleicht eine heiße Spur. Aber nein, Tonscherben, hier gab es einen Kampf. No shit. Okay, wir sind wieder etwas schlauer geworden. Hier sind noch mehr Scherben. Hello. Und das sind zerbrochene Spiegel. Irgendwas ging hier zu Bruch. Vielleicht ein Spiegel. Was ist passiert? Wir werden es nicht wissen, ne? Wir werden es nicht wissen. Ganz, ganz traurig. Mülleimer. Oh, ein Brief. Der Mord war großartig. Die Dame hatte gar keine Zeit zum Schreiben. Wie soll die mich jetzt kriegen? Ich liebe meine Arbeit und werde sicher wieder anfangen. Bald wirst du wieder von mir und meinen lustigen kleinen Spielchen hören. Ich habe auch noch was von dem roten Zeug meines letzten Werks in einer Limonadenflasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es wurde dick wie Kleister und ich kann es nicht benutzen. Rote Tinte wird ja hoffentlich ausreichen. Die Zeitungen druckten diesen Brief 3 Tage bevor Miss Stride und Miss Eddowes ermordet wurden. Unterzeichnet mit Jack the Ripper. Üff, dankeschön, Mr. Ripper. Der Brief, die Gegenwehr, Gottes Willen. Und hier unsere eigentlich letzte Spur, ne, wenn ich mich nicht irre. Postpartum Livestream, ja. So viel Blut. Hoffentlich nicht deins, Bruder. Mehrere Blutflecken auf dem Boden. Ja, es haben beide kassiert, aber Jacob hat halt ganz klar mehr auf die Fresse bekommen. Na, das müssen wir so sagen. Okay, das waren unsere Hinweise. Wir brauchen noch mehr. Oh, wir haben noch welche übersehen. Wo waren denn noch welche? Oder kommen wir hier irgendwo rein? Du wusstest, dass ich komme, Bruder. Gib mir ein Zeichen. Ja, gib mir... Ja, hier ist auch noch was. Was haben wir denn hier? Ein Foto? Das letzte Mal, dass Henry, mein Bruder und ich uns sahen, war in Indien. Vor 15 Jahren. Als dieses Foto gemacht wurde, standen wir vor einem Tempel von Kali. Und das ist einer der Jungs, die Jacob in der Bruderschaft ausbildete. Wie nannten wir ihn noch? Hau drauf, Jack. Rücksichtslos und verschmitzt. Genau wie mein Bruder. Ich verrate nicht, woher. Ich habe gerade so eine Theorie, wer Jack the Ripper sein könnte. Wir haben, glaube ich, gerade einen sehr unterschwelligen Hinweis bekommen, wo genau die Connection zwischen Jack und dem Assassinentum und auch Jacob und Ivy sitzen könnte. Aber ich kann euch einfach nicht verraten, wo das ist. Möchte euch ja nicht spoilern. Wow. Wenn ich Escape drücke, kommt sie doch bitte auf diesen Zusammenhang, oder? Ein Foto der Fry-Zwillinge mit Henry Green und einem jungen Novizen namens Jack, den Jacob vor 15 Jahren mitbrachte, um mit den indischen Assassinen zu trainieren. Das sind sämtliche Hinweise, die wir gerade gesammelt haben in einem Foto. Wenn sie das jetzt nicht schlussfolgert, bin ich ein bisschen mad. Ivy. Sie sagt einfach nichts. Sie denkt sich, auch schönes Foto. Da ist dieser Junge namens Jack, ja, der von Jacob ausgebildet wurde als Assassine mit indischen Waffen. Toller Junge. Ich frage mich, was er... Was übersehe? Willst du mich verarschen, Weib? Was übersehe? Alles klar. Och, Ivy. Mann. Was ist denn mit dir? Was ist hier denn noch? Okay, Spieße voll. Cool, ich bin ein sogenannter Spießer. Hier ist auch nichts weiter. Kali. Palim, Palim. Wir brauchen noch einen, ne? Einen Hinweis. Ach, da, die Uhr oder was? Es ist alles klar. Die Leitung ist etwas länger. Ja, aber man merkt es fast gar nicht, ne? Wir schauen mal. Kali, die Zerstörerin. Ich gab sie dir bei deinem letzten Besuch. Aha. Es gibt eine Frau, die helfen kann. Unseligerweise erinnert sie stark an unsere Nachbarin aus der Kindheit. Unseligerweise? Was will Jacob mir sagen? Wir haben Nelly geliebt. Oh, shit. Meint er vielleicht unselige Frauen? Oh. Unangenehm. Nelly könnte in dem Bordell nahe Jacobs Wohnung sein. Dort fange ich an.
Okay, wäre das nicht vielleicht zu offensichtlich? Naja, es ist ja jetzt aber trotzdem kein totales Detektivspiel und anscheinend war es immer noch nicht offensichtlich genug, damit Evie das hinbekommt, auch gedanklich zu verknüpfen. Von daher, wir wollen ihn ja mehr aufspüren und assassinieren, als rausfinden, wer er ist. Oha. Okay. Evies Angstgeräte. Yay, meine ganz eigenen Angstgeräte. Geil. The Prime. Hallöchen. Mibio auch daheim. Evie erlernte den Umgang mit den Angstgeräten der indischen Assassinen, als sie Henry Green 1868 nach Indien folgte. Jacob besuchte sie dort einmal mit seinem neuen Assassinen-Novizen. Jack the Ripper und Evie verwenden annähernd die gleichen Angstgeräte, allerdings sind Evies Geräte nicht tödlich. Lame. Ruhige Gegner werden verängstigt, wenn sie das Opfer eines Angstgeräts werden. Nutzen sie ein weiteres Angstgerät, um sie in Panik zu versetzen und so zu verscheuchen. Okay. Halten sie rechts gedrückt und dann nehmen wir die Angstbombe. So, Achtung. Oh, mit Hüpfeffekt. Bam. Okay. Zack. Das müsste ja jetzt fast schon das zweite gewesen sein, oder? Oder nicht? Rüms. Das waren doch zwei. Ah ja, jetzt haut er ab. Hallo, Freunde. Ihr seid aufgespießt, ne? Da an den Armen. Ich weiß diese Nelly, wo du bist. Und kann mich zum Ripper führen. Ja, tschüss. Wenn Jacobs ehemaliger Schüler der Ripper ist, dann ist er unser Ripper. Ich muss ihn aufhalten. Ja, eben. Jetzt hat es doch connected bekommen. Seht ihr mal. Einwandfrei. Einwandfrei, so wie wir es gewöhnt sind. Was für ein Spießer. Ja, ich weiß gerade nicht, ob meine Bombe vielleicht fehlgezündet hat oder so, weil ich die ja so hüpfen lassen habe. Tutenteen. Oh shit. No. Ihr habt nichts gesehen. Hier ist niemand. Alles ist cool. Wir gehen erstmal wieder nach oben. Erstmal Überblick verschaffen. Da vorne müssen wir mit der Guten reden. Oder ist das auch wieder drin? Ich schätze mal, die sind drin, oder? Was sollen die hier draußen rumstehen? Kommen wir durch die Luken? Nein, ist wieder nur für Gegner. Okay. Von mir aus. Es ist ziemlich offensichtlich. Ihre Geräte sind nicht tödlich. 30 Messer dabei. Ja, die sind nur zum Festnageln natürlich, ne? Das wissen wir ja. So, da ist eine Dame, mit der können wir schon mal schnacken. Und hier scheinen auch nicht so viele Gegner unterwegs zu sein. Die sind dann eher in den Häusern drin. Okay, dann können wir runter. Guten Tag, die Dame. Hallo, ich bin's. Haben Sie Nelly gesehen? Was wollen Sie von Nelly? Wer sind Sie? Wenn Sie eine Freundin sind, dann sind Sie vielleicht schon zu spät. Wo ist sie? Sie ist auf dem Weg zu Lady O. In Begleitung der Schläger, die uns bei der Stange halten sollen. Schnell, Sie können sie noch einholen. Jetzt komm schön mit, Nelly. Lady O erwartet dich schon. Schnell, aber nicht. Lass mich los. Was macht er denn? Was war denn jetzt? Nelly finden, bevor ihr was zustößt. Was war denn seine Mission gerade? Das war höchst seltsam. Kann ich hier wieder Spurenanalyse machen? Wagenspuren. Okay, ich habe voll die Spur. Sind wir wieder bei South Park. Sehr gute Sache. Mehr Wagenspuren, okay. Wir folgen und analysieren. Wir sind älter, wir sind weiser geworden. Ne? Wir haben voll die indische Übererfahrung. Und darum finden wir hier jetzt natürlich auch mehr Spuren. Das ist, so gesehen, Freunde, ist das so eine Art mehrspurige Suchaktion. Da muss man wieder auf der Überholspur vor allem aufpassen, deswegen rennen wir auch. Wo sind Sie hin? Nelly schwebt in großer Gefahr. Ja, Evie, das ist eine Kutsche. Was ist hier denn los? Oha. Hilft auch keiner, ne? Denken sich, ach Mensch, der Mann, der gönnt sich mal eine Pause, Junge. Kommt gleich Michael Ballack aus der Kutsche, ne? Ab in den Urlaub und so weiter. Großartig, ja, das sind die Momente, die wir brauchen. Das ist die Kutsche. Nelly muss in diesem Gebäude sein. Okay, benutzen Sie... Was stand da? So, Gott, so schnell kann ich die Tipps doch nicht lesen. Drücken Sie X stand da. Zweifellos streng bewacht und in Lebensgefahr. Okay, streng bewacht und in Lebensgefahr. Super, das sind genau die beiden Sachen, die ich hören wollte. Was ist denn mit denen hier? Ach, die kann ich rekrutieren. Hey, na? Was passiert, wenn ich euch rekrutiere? Prostituierte. Benutzen Sie X, um Prostituierte zu rekrutieren. Sie können diese dann einsetzen. Ach, zum Ablenken und so. Oh, okay. So, du kommst mit. Und du kommst mit. So, ich baue mir jetzt einfach eine Armee aus Nutten aller. Das ist der Dream. So, wollen wir hier rein? Aber wie mache ich das jetzt? Wie schicke ich die da denn hin? Befehle geben. Pass auf, die sollst du ablenken da. So, geh hin. So, was machst du denn? Du sollst nicht tanzen, du sollst da zugucken und lernen. Das ist ja, Freunde, das ist schon wieder höchst seltsam. Da ist nämlich ein Eingang.
Was sehr gut ist. So, und du lenkst den anderen ab da einfach. Nein, du sollst sie ablenken. So. Let's go. Mach so ein paar Nuttentricks. Jetzt. Ja. Sehr gut. Ja. Ah. Was mit dem anderen? Warum den nicht? Sprich ihn an. Fass ihm zwischen die Beine. I don't know. Gottes Willen. Ja, dann nicht. Dann gibt's halt in die Fräse. Dann machen wir es halt in der guten alten Mann hier vorne. Ich hab's versucht. Ich hab versucht, den Nutten eine Chance zu geben. Aber sie wollten nicht. Und wer nicht hören will. Der muss knacken lassen. Holla. Ja gut, Freunde. Man kann Zuhälter werden, ja. Als Frau, das ist Emanzipation, liebe Leute. Das ist noch gelebte Emanzipation. Einwandfrei. Der Wille war da. Ja, wir haben es versucht, ne? Wie auch im Mathe-Abitur habe ich's versucht. So, wir sneaken einmal rum. Und wir sind ja jetzt eigentlich im Haus. Was auch immer das für ein Riesenhaus ist mit endlos langen Fluren. Erinnert mich ja fast an fucking Resident Evil mit dem Bauernhaus. Okay, da ist sie. Aber da sind auch einige Kollegen mit dabei. Ja, aber gut, die sind ja jetzt nicht irgendwie schwerwiegend umgefallen oder so. Die haben wir ja ganz gut kaputt gemacht eigentlich. Mal gucken, wie wir da rankommen. Unterbreche die Rede. Nee, Unterbrechung der Rede führt zur Desynchronisation. Okay, das heißt, ich darf nicht entdeckt werden, oder? Wie darf ich das jetzt? Welche Rede denn überhaupt? Wer redet denn? Wer von denen redet denn? Das wäre echt nice zu wissen, so. Ich versuche den mal umzuholzen, dann gucken wir mal. Oh! Stört das wen? Scheiße! Zu viel. Das war einer! Einer hat sich umgedreht von 500. Freudig. Ich rede, ja, ich halte die Rede. Ich darf nicht aufhören, ne? Ich komme da rein. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin hier der Redner. Alle drehen sich um, ne? Servus. Nein, ich bin wieder draußen. Boah, okay, aber wir wissen jetzt, wie wir reinkommen. Zweifellos streng bewacht und in Lebensgefahr. Ja, aber das ist jetzt nicht so, womit wir nicht umgehen können, Ivy, ne? Da kennen wir uns zwar aus, wir beide. Wir waren ja anscheinend auch im richtigen Raum. Die machen wir einfach wieder platt hier. So, Nummer 1. Oh, das stört die gar nicht, oder was? Doch, sie haben es mitbekommen. Sie haben es tatsächlich mitbekommen. Diesmal sogar ein paar mehr. Ist okay. Wir natzen euch einfach alle, Junge. Es sind doch gleiche Rechte hier. Da sind wir als Assassinen doch voll dabei. Ja, wir haben Kinderarbeiter. Zack! Und wir haben freudige Ereignisse. Ja, Leute, ist auch mal gut hier mit Blocken und gleichzeitig angreifen. Ne? Das kann ich ja nicht mal selber. Hör mal hier. Das gibt's doch nicht. So, und du auch noch hier. Ja, du blockst jetzt, wenn ich kontere, oder was? Freunde, ihr seid ganz schön frech. Zack! Oh! Da schlägt er uns erstmal ein Rad, Junge. Das ist aber höchst erfreulich. So, und ab mit dir, mein Freund. Und du auch noch. Du willst auch noch einen hier. Guck mal, schön, zack. Oh, Kopfnuss. Oh, und auch wieder so. Oh, ja, schön. Mit fliegendem Hut, Junge. Sehr gut. Wieso ist denn der noch rot markiert? Hätte ich jetzt doch mal, oder? Ja, du, doppelt hält ja besser, ne? Im Zweifelsfall doppelt hält ja besser. Leben die alle noch? Schalalalala. Schalalala. Schalalalala. Schalala. Die Leute sind plötzlich alle gestorben. Ich weiß gar nicht warum. Das war voll seltsam, Mann. Das war richtig seltsam. Okay, wir gehen einfach mal wieder rein. Freunde, wir werden die ganze Zeit hier irgendwie Frame Drops angezeigt. Läuft's bei euch flüssig? Habt ihr irgendwelche Probleme so? Oder wie äußert sich das? Keine Ahnung. Gestern war alles grün, jetzt ist hier manchmal gelb. Da habe ich immer sofort Angst, was die Übertragungsrate angeht. Aber irgendwie meckert auch keiner. Deswegen ist es noch mystischer irgendwie. So, da haben wir unsere lieben Kollegen. Sieht gut aus, alles fein. Okay, nice. Strange manchmal die Programme, ne? Manchmal ist es seltsam. Ich soll nicht schleichen und ich soll in der Masse untergehen. Kleiner Leberschaden von Samstag, ja. Sehr gut. Okay, mit der sollen wir reden. Mit der sollen wir reden. Komme ich da einfach so hin? Einfach so? Lala. Oh, okay. Ja, easy, was ist los? Nur keine Angst. Jacobs Schwester. Wir können hier nicht reden, bitte. Er tötet mich, er versorgt sie. Wer? Lady Owers. Jacob sagte, sie müssen sie töten, um ihn zu finden. Sie trägt einfach drinnen Regenschirm. Lächelt und seid freundlich. Sonst sage ich dem Ripper, wo ihr schlaft, meine Schöne. Wow. Dame Fry. Schnappt euch Nelly und sorgt dafür, dass uns diese Frau nicht folgt. Alter, wie sie die Nutten aufs Übelste besearcht. So, wen darf ich platt machen? Wo ist sie hin?
Ja, wo soll sie denn hin sein? Okay, darf ich mir auch eine nehmen? Das ist super, dann rödeln wir einmal rein. Jetzt bin ich super sad, dass ich meine Hoppla-Pferdchen, Achtung, um Gottes Willen, dass ich meine verdammten Kutschen-Perks nicht habe, die ich so großartig minutiös geskillt habe in den letzten Main-Story-Parts. Reflexschuss auf hervorgehobene Gegner, okay. Aber dazu muss ich ja erstmal auf Höhe kommen und dann können wir hier mal so... Der ist nicht hervorgehoben. Anhalten! Anhalten, Polizei! Bäm! So, zack, doch nicht. Die fahren auch weiter, okay. Ja, wenn ich die Kutsche halt zerstöre, ist doch auch blöd gelaufen, oder? Er darf nicht entkommen. Ja, rammen, bäm, nochmal, bäm, anhalten jetzt, Polizei, Junge. Das gibt's doch nicht, bleib stehen. Das, ey, ich will meine Kutschenperks wieder. Die gute Panzerkutsche, jetzt hier zwischen uns zwei. Oh, was zum Teufel. Junge. Die Macht der Physik ist mit mir. So, weg jetzt, so, einwandfrei. Er fährt einfach durch. Sag mal, das ist ja... So wollen wir es nämlich haben. Sehr gut. Einmal anhalten, bitte. Schönen guten Tag. Ich bin es. Easy Game Boys, kein Problem. Need for Creed. Einmal Nitro. Lady Owers. Oh. Nelly, es tut mir so leid. Sie hat mich als Köder benutzt und floh zum Owers Anwesen. Und hoffte bestimmt, dass ich sie töte. Sie hat gewusst, dass sie kommen, Miss Fry. Lady O fungiert als Augen und Ohren des Rippers. Wenn sie stirbt, muss Jack aus seinem Versteck kommen. Hey! Ich werde bald nach Ihnen sehen, versprochen. Und das jetzt? Wie die Grüße auf der anderen Straßenseite. Hey! Lady Owers wird mich erwarten. Und ich möchte sie nicht enttäuschen. Cool, okay. 0 von 3 Gegnern Angst einjagen. Ja gut, ich habe die halt so verängstigt, dass sie gestorben sind, ne? Also das, den Punkt hätte man mir schon geben können. Und Kutsche entführen ist sowieso für Pussys, von daher müssen wir uns da gar keine Sorgen machen. EP, Fund für uns, Miss Figut am Stizzle, Hallöchen. Nice, läuft bei uns. Sehr gut, hallo, Nasi. Vorwärts. Was für vorwärts, Mann, ich stehe hier mitten auf der Straße. Nellys Sympathisantenaktivitäten. Jack the Ripper und Lady Owers Offiziere terrorisieren die Prostituierten von London. Helfen Sie Nelly und die anderen Prostituierten vom Schrecken des Rippers zu befreien. Aktivitäten aus den Bereichen Bordellangriff, vermisste Frauen und Schandmeile stehen nun zur Verfügung. Okay. Coole Sache. Soll es ja auch nur 3 Leuten Angst einjagen. Angst und Schrecken versetzen. Ja, gut. Das stimmt, die haben so ein bisschen den Job des Rippers selber übernommen. Ne? Manchmal muss man zu dem werden, was man hasst, um besser zu wissen, wie man es bekämpfen kann. Ne? Weil wenn du dann in der Situation bist und dich dann selber vor irgendwas fürchtest, dann kommst du auch besser damit klar. Wisst ihr, was ich meine? Nein, kein Problem. Wir brauchen 2 Punkte überall. Sad Life. Was sind das eigentlich für ein Zeichen? Was sind denn das für Waffen hier? Wurde da der CD-Rolling erfunden so in der Zeit? Oder was? Was ist da denn los? Gottes Willen. Guti, wir checken die nächste Mission. Und gucken mal, wo war denn jetzt die Karte? Hier, ja, wollte ich sagen. Wie wir da hinkommen. Junge, wie vollgepackt auch die Bezirke sind. Ah, hier ist noch Nebel. Da ist noch Nebel des Krieges. Da dürfen wir noch nicht hin. Aber hier ist ja alles, Junge, mit City of London und Kutschenflucht und was nicht alles. Und da ist die Mission Spricht wie eine Lady. Oh, ich bin eine Lady, mache Lady-Sachen. Wir erinnern uns an die glorreichen Little Britain Zeiten. Das sind 2 Pferde. Junge, das ist hier ein Zweitaktmotor. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich sehe doppelt 4 Pferde. Die nehmen wir schön mit. So, wir wenden einwandfrei und dann wenden in London. Was ist denn hier kaputt? Okay. Das sieht aus wie Hogwarts, nur farbentsättigt. Gefährliche Sache. Sehr gefährliche Sache. Moin Draft, Dominik, Kanüchen, super Tag gehabt. Bin eben aus der Schule gelaufen und hab gesehen, dass mir ein paar Spaßvögel den Heckwischer abgerissen haben. Na geil, ja, so kann's gut starten die Woche, ne? Aber musst du so sehen, kann nur noch bergauf gehen. Ja, von daher, wenn man unten startet, kannst du nur noch bergauf gehen. Hoffen wir das Beste für den Rest der Woche. So, aua, hoppala. Junge, das sind ja, oh, Polizisten. Holla, das tut mir jetzt leid. Die habe ich nicht gesehen. Warum stehen die auch in der Kurve? Wer macht denn sowas? Das muss nicht sein. Das ist der Rand der Synchronisation, ne? Oder wie auch, uah, holla, sorry, oder wie auch immer man es schreibt und ausdrückt. Freunde, das sind aber, also die laufen hier auch rum. Wisst ihr, was eine Straße ist? Sage ich und hau erstmal 300 Ampeln und Ampeln vor allem. Laternen kaputt an der Seite. Der Bahnhof, den kennen wir. Was war das denn? Was? Wie hüpfen? So irgendwie? Parcours? Irgendwas hier über dieses Geländer? Komm, willst du mich ver... Ja, dankeschön. Naja, es musste dieser Knauf sein, ne? Es musste dieser Knauf sein. Alles ist ein Dildo.
von mir aus. Und da ist unser nächstes Ziel. Das Credo eines Monsters. Evie hat Lady Owers in ihrem Anwesen im Nordwesten Londons als Ziel auserkoren. Falls Lady O tatsächlich für Jack the Ripper die Augen und Ohren in der Stadt offen hält, sollte ihr Tod ihn hervorlocken. Ja, dann sieht und hört er nämlich nichts mehr. Ne? Nichts mehr, Alter. Von daher, ja, hoffen wir einfach mal das Beste. Und kriegen einen schönen neuen Assassinenhandschuh. Geil! Let's go. Lady O. Vielleicht hat die O-Saft für uns. Da hätte ich Bock drauf. Schön frisch gepresst, ne? Gute Sache. Black Screen. Ladesymbol. Na? Na? Junge, es lädt jetzt erst was 700 Stunden, man kennt es. Oh, eisig. Mein Sohn, schon bei deiner Geburt hauchten die Wälder von London den Namen Evie Fry. Dadam. Das ist aber ein schickes Anwesen schon. Gar nicht creepy oder so. Hallo. Gehen Sie weg. Was für... Was denn jetzt? Verdammt! Beherrsche dich! Beherrsche dich doch! Angst. Ruhig. Was? Dein Geist The Horde is my people. Okay. Oh, die sind angstimmun. Die haben schon so viel gesehen. Die gönnen sich einfach completely, Junge. Refolix, Hallöchen und Bolias Gaming. 29 Monate. Dankeschön für deine Subs, mein Guter. Grobiane sind immun gegen Angst. Grobiane können panische Verbündete beruhigen. Wenn sie ihnen begegnen, schalten sie Grobiane immer zuerst aus. Okay, ich denke spontan an Grobi aus der Sesamstraße, aber der wird das nicht sein. Okay, wenn ich ihn jetzt brutal takedowne. Boots! Und noch bam, bam, in die Fresse, Alter. Zack, burn it! Burn it! Okay, dann habt ihr Schiss, oder? Ja, weil jetzt habe ich ja den komplett zerlötet. Vor dem ihr... Hallo, kommst du klar? Dankeschön. Vor dem die Respekt hatten. Das ist dann in der Regel nicht so ein gutes Zeichen, ne? Auf Wiedersehen. Oh! Oh, das ging ein bisschen zu tief rein. Naja, Evie hat mittlerweile auch so ein bisschen Altersprobleme beim Sehen, ne? Schwierige Kiste. Okay, da hoch können wir Aussichtspunkt erreichen und Grobiane, muss ich mir merken. Mal gucken, im Zweifelsfall können wir die ja wegmessern, ne? Oder mit unseren coolen Zwingen und Zwangen und erzwungenen, lustigen Stecknadeln einfach aufspießen. Hallöchen. Natschat. Schönes Anwesen. Bisschen groß. Das haben sie im Garten, sagt er. Wie ein Hund seinen Knochen. Das ist falsch, sag ich dir. Und wenn ich der Nächste bin? Wir erwarten Miss Fry. Alarmiere die Männer und sei bitte diskret dabei. Wir haben hier ein Geschäft. Okay. Trinkt meinen Wein mit euren Honiglippen. Dann erzähle ich euch eine Geschichte von unerwiderter Liebe aus dem Orient. Aha, aha. Zurück zu den Gästen. Wenn Miss Fry uns nicht die Kehle aufschlitzt, dann wird es sicher der... Cool, wir haben mehrere Möglichkeiten wieder. Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat bei Thomas Owers. Okay, Butler Schleichgelegenheit. Ja, wir haben eigentlich immer die einzigartigen gemacht. Von daher, ja, versuchen wir erstmal da ranzukommen. Wobei ich glaube, das generelle Problem wird, irgendwo überhaupt ranzukommen. Wir können uns soweit nämlich nicht rüberschwingen. Da unten stehen auch schon welche. Üff, das könnte gar nicht mal so angenehm werden, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Mal schauen. Nomi, 5 Monate, dankeschön. Freut mich sehr. Ich habe noch keinen Plan, wie wir hier am besten rumkommen. Sollen wir die... Also wir könnten die natürlich komplett in Panik versetzen einfach, ne? Wir könnten jetzt mal probieren, so eine Bombe runterzuschmeißen. Die müsste ja für Angst sorgen. Bam. Oh ja, die Schreibombe. Und wenn wir jetzt hier brutal Takedown, Junge, Butz. Butz, schön hier mit dem Schlagring. Bam, Junge, zack, in die Fresse und bam und weg mit dir. Dann müsstet ihr jetzt alle Schiss haben und abhauen. Also das mit dem Abhauen an sich, das üben wir nochmal. Sie hat's verstanden, sehr, sehr gut. Sie ist voll dabei. Und wir gehen mal hier runter, ne? Finde ich sehr, sehr coole neue Mechanik. Sehr, sehr cool, dass sie da auch ein bisschen, naja, weiter experimentiert haben mit dem, was so geht. Ja, coole Sache. Baxa, dankeschön. Schlitz, Junge, 4 Monate. Vieles Dankes.
Ich sehe hier halt in der Mitte keine Wachen. Oder sind die nur nicht markiert? Die sind nur nicht markiert. Okay, alles cool, Boys. Alles cool. Kann ich mich von hier hochziehen irgendwo? Nein, auch noch nicht. Aber vielleicht können wir jetzt mal schnell versuchen, hier durchzukommen. Wenn der uns jetzt nicht sieht, dann hier können wir doch bestimmt... Ja, ach, das ging ja... Ach, scheiße. Ich wollte gerade sagen, das lief ja wie geschnitten Brot, aber er ging so. Das ist so eine Erinnerungssequenz und wir haben noch Wachen auf dem Dach, oder? Ihr habt keine Wachen auf dem Dach. Oh, das ist ein gutes Zeichen. Oder ein schlechtes, weil hier oben halt gar nichts ist. Mal sehen. Wir werden sehen. Die Vorsichtsstufe. Obacht ist geboten. Bonusziel ist sowieso Angst einjagen. Dann können wir uns hier ruhig mal dieses Sequenzteil auch noch einsacken. Und dann mussten wir zu Mr. Owen. So, hui. Eine Helix gesammelt. Wo ist er denn, der Verbrecher? Die haben alle nur Schiss. Ich habe ihn doch vorhin schon angezeigt bekommen. Der war doch auch hier irgendwo mit drin, oder nicht? Warte mal. Bin ich gerade nur da? Nee. Oder? Das ist der Totengräber, dem sollen wir Angst einjagen. Da ist er! Zum Gefangennehmen. Okay. Und die müssen wir eliminieren. Wir wollen natürlich das Einzigartige. Das heißt, wir identifizieren ihn eben nochmal. Das ist unser Mr. Owen. Oh, der sieht schon aus wie Mr. Owen. Oder? Das müssen wir sagen an der Stelle. Einfacher Zugang zu Lady Owers. Achso, Ower, nicht Owen. Toll. Kammer, unterbrechen Sie seine Privatparty, nehmen Sie ihn gefangen. Seine Privatparty ist einfach ihr Mann oder was und er hängt da mit den Nutten rum und macht sie betrunken, Junge, einfach nur, weil er nett ist. Naja, will den halt so ein bisschen Wein schenken, hat sicherlich keine Hintergedanken. Oder Hinterngedanken in dem Fall. Obacht, liebe Leute. Obacht, Obacht. Das ist der Eingang, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht mein Lieblingseingang, um ehrlich zu sein. Hier ist kein Fenster offen. Wait, ist da bei ihr das Fenster offen? Nein, oder? Warte mal, da möchte ich mich gern kurz von überzeugen. Nicht, dass die Lady hier gerade lüftet. Nee, das ist auch nicht offen. Okay, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Ich sehe auch kein offenes Fenster. Da ist ein Eingang noch markiert. Aber ich weiß nicht, ob das clever ist. Ich meine, durch die Vordertür reinzumarschieren ist irgendwie nie wirklich clever, oder? Wir gucken mal hier drüben, wie die Chancen sind. Und wie wir da drin vor allem dann klarkommen. Offenes Fenster hinterm Haus. Ja, irgendwo meine ich auch, einen etwas höheren Eingang gesehen zu haben. Müssen ja auch nur gucken, ob das Sinn macht. Oder ob es dann so oder so... Ah ja, da. Ein verlängerter Weg wäre zu unserem Mr. Owen, ne? Das wäre auch relativ bescheuert. Okay, wir sind erstmal drin. Wir sind erstmal drin, das ist sehr, sehr gut. Wo ist er? Da drüben. Ist gar nicht so weit weg. Okay, jetzt muss ich nur den Weg finden. Ist ja im Grunde, ist das ja jetzt die Kronsteig anwesend. Mal schauen, wie wir da hinkommen. Oder auch nicht. Ich weiß auch nicht, sollen wir alle paniken? Sollen wir die lieber töten? Sie haben das Kamasutra nie gelesen. Ich muss gestehen, ich hatte nie das Vergnügen, Mr. Owers. Okay. Ich versuch's einfach mal mit dem Good Old Messer, Boys. Hallo. Zack. Sorry. Passiert. Nee, ich will ihn gefangen nehmen, nicht attentatieren. So. Alles ist cool. Alles ist cool. Wieso läuft das Ziel davon? Sogar für mich. Ich glaube nicht, dass wir uns vorgestellt wurden. Nennen Sie mich Atropos. Ah, die älteste der drei Schicksalsgöttinnen. Faszinierend. No. No, 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 no. Alles ist cool. Alles ist cool. Ich hab euren Boss. Alles ist cool, Mann. Die drei Schicksalsgöttinnen. Faszinierend. Und wo bringen Sie mich jetzt hin? Jetzt bringe ich dich zu deiner Frau und dann mache ich euch beide platt, mein Sohn. Das ist soweit der Plan. Oder Kontrolle bringen, Junge. Ah, da haben wir leider auch unsere Perks nicht. Da müssen wir nur hin? Das ist doch eigentlich zu schaffen, oder? Das ist eigentlich machbar. Mal gucken. Mal gucken. Komm, wir laufen schnell, unter Kontrolle bringen und rein hier. So. Schön. Das war die erste Hürde, nehme ich an. Oh, das tut weh, meine Liebe. Ein bisschen fester vielleicht. Ey, was? Wir beide machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Das tut weh, ein bisschen fester, Junge. Ey, Mann. Diese miesen reichen Perversen, ich raste aus. So, wir machen nur einen Spaziergang, ihr müsst euch alle nicht wundern. Lass mich gehen und ich helfe dir. Ja, eh nicht. Er hat ihn noch eben gehen lassen und hat er mich schlagen wollen und um Hilfe gerufen, der Penner. So. Nice. Darling, ich habe eine äußerst delikate Überraschung für dich. Nicht jetzt. Siehst du nicht, wie beschäftigt ich bin? Überraschung! Hurra! Surprise, sie hat sich gar nicht gefreut. Ich sollte Ihnen danken, Miss Frank. The whore, ich fürchtete den Tod durch die Hand people. Des Rippers weit mehr als durch die Ihre. Was ist mit diesen Männern passiert? Der Ripper
kümmert sich um ihr leibliches Wohl. Mr. Weaversbrook gesellt sich bald zu ihnen. Hoffentlich hat Jack sie noch nicht gefunden, Mr. Weaversbrook. Üff. Okay, wir haben einen knallharten Hinweis. Und wir haben die Mission sehr gut hinbekommen, muss ich sagen. Oder? Wir können die sogar looten. Sag mal, hey, was hast du denn dabei, alle? Ein Wurfmesser, eine Rauchbombe und 30 Pfund. Krass. Okay, mir gefällt die Musik nicht, um ehrlich zu sein. Entkommen, ohne entdeckt zu werden. Ich lese das Ziel halt vor und werde in dem Moment entdeckt. Das ist euer Ernst? Hallo? Na? Direkt verkackt beim ersten Mob, Alter. Beim ersten Mob sofort komplett verschissen. Danke für nichts, Mann. So, den hauen wir jetzt schnell um und dann flüchten wir einfach denselben Weg nach unten. Da war ja eigentlich nicht viel mehr. So, auf Wiedersehen. Bonusziele sind eh für die Noobs unter uns. Ich töte die halt wirklich alle nicht mit dem Schlagring, ne? So, zack, zerab. Möchte meine Kohle hier mitnehmen. Hier haben wir auch kein offenes Fenster oder so. Hier ist eine Tür, die hat nicht mal eine Klinke. Sehr schön, ist bestimmt das Badezimmer. Wenn du einmal kacken gehst, bist du immer eingefroren. Eingefroren vor allem. Arctic Ranger, 16 Monate, dankeschön. Danke, danke. Oh, bewacht alle Ausgänge. Nein, ihr seht nichts. Ihr seht nichts, ihr seht nichts. Ich bin der Blitz. Guten Tag, kennen Sie schon den Blitz? Oh, oh, ja, ich meinte nicht das Rentier, ne? Das hat er jetzt auch gemerkt, so wie er da liegt. La, 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 hier ist niemand mehr. Na, hier ist niemand mehr, da ist sie. Scheiße, Mann. Ja, das ging schon mal besser. Eevee, wir waren da schon mal ein bisschen trainierter, wir beide, ne? Es ist einige Jahre her. Wir müssen erstmal klarkommen. Bis wohin muss ich denn fliehen, bitte? Einfach so raus hier irgendwo? Die bewachen jetzt die Eingänge, ne? Von daher, denke ich nicht, dass wir da jetzt große Probleme kriegen. Oder sollen wir dahin, wo wir hergekommen sind? Kann ich die Map mal öffnen? Was ist denn? The fuck? Das ganze Areal. Alarmglocke? Was ist da? Eingang? Okay. Ach, da! Ah! Da ist ein Punkt. Stehlen. Wieso denn jetzt stehlen? Sein jetzt verpasst. Ach so, eine Flucht. Ach, eine Kutsche stehlen. Ja, ach Mann. Wenn man lesen könnte, wäre man klar im Vorteil, ne? Dann wäre man klar im Vorteil. Ich dachte, oben standen nur noch die Bonusziele original gar nicht hingeschaut. Super. Ja, wenn ich jetzt einen Todessprung genau in seine Fresse mache, ist das dann gut? Wir testen mal. Er dreht sich um in dem Moment. Was für ein Ehrenmann. Er guckt einfach nicht, wenn die Frau einen Todessprung macht, ne? Oh, hoppala, das ging in die Nieren. Dann klauen wir jetzt hier unsere Kutsche. Ne, 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 ne. Ja, deswegen verpiss ich mich auch. Da hat er völlig recht. Sei nicht so geizig, Kumpel. Willst du mich verschaukeln? Das ist schon die dritte diese Woche. Hey, du! Hey, komm zurück, du! Tschüss. Verflixt. Geh und sag's Lady O. Sag du's hier. Ich brauch die Arbeit. Ja, viel Spaß. Ich brauch die Arbeit. Dir schützen solltest aber tot. Da-dum. Dam, 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 dam. Berkana, extreme Lohne, hallöchen. Spricht wie eine Lady. Ja, haben wir auch gut gemacht, ne? Bonusziele nach wie vor, ich sag mal, nicht so meins, ne? Aber dafür, ja, Junge, lief das ganz gut. Haben wir schön hinbekommen. Was denn das? Ach, das war Jack oben auf dem Dach, habt ihr gesehen? Das sah komplett seltsam aus irgendwie, aber ja, so ist er eben, ne? So ist er. Der Gute, er sitzt da auf dem Dach. Ja, habe ich erst gesehen, als er sich bewegt hat, aber. Ah, die miese Sau, ne? Er ist überall. Er sieht uns. Er weiß Bescheid. Und das ist höchstwahrscheinlich nicht ganz so gut, wie wir das gerne hätten. Da sind wir. Hallöchen. Wer ist das auf dem Dach, ja? Wer könnte es gewesen sein? City of London, haben wir neue Sachen bekommen, ich glaube, ne? Wir haben die ein oder andere schöne Handschuhsache bekommen hier. Lady Owers Handschuh. Oh, ich sehe also diese Stickereien und so, das ist schon schick, oder? Das war Carlson, ja, auf dem Dach, genau. Diese Schönheit ist ein Biest. Grüße vom Owers Anwesen. Ich glaube, ich habe immer noch Owen gesagt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nicht mal irgendwie, wenn der Owen heißt. Und wir haben Punkte. Wenn sie einen brutalen Takedown ausführen, werden sie aus größerer Entfernung gesehen. Was ganz nice sein kann, aber auch scheiße eigentlich, ne? Aufgespießte Gegner brechen langsamer zusammen und schreien länger. Das hat auch gar keinen Nutzen fürs Gameplay. Das ist einfach nur, damit wir uns am Leid ergötzen können. Und macht Lärm. Angstbombe ist größer. Ich glaube, das ist momentan noch am coolsten, weil das Ding werde ich vermutlich am häufigsten usen. Deswegen nehmen wir das erstmal mit. Mach Lärm, Junge. Mach mal ein bisschen Lärm, Berlin. Wo seid ihr? Was ist da los? Sehr gut. Ja, läuft bei uns. Siehst du. Einwandfrei. Dann können wir auch gleich wieder den Tabulator nutzen und oben zum nächsten Ziel jetten. Und das ist eine Absichtserklärung. Mehrere sogar. Absichtserklärungen. Haben wir einen Schnellreisepunkt in der Nähe? Ja, da, siehst du, einwandfrei, Junge. Das läuft bei uns einfach, Boys. Das läuft bei uns hier wie geschnitten Ripper.
Überhaupt kein Ding. Style Gear 20% extra Schaden, genauso. Der Need ist einfach da. Guck mal, passt auch super zu unserer blauen Jacke. Ja, einfach dieser rötliche Handschuh. Geile Geschichte, Boys. Wir laden ein, herzlich dabei zu sein. So, ja, wir hangeln uns einfach runter, oder? Todessprung. Junge, das kriegt nur wieder der Jackie mit. Der ist da auf der Suche nach unseren klassischen Assassinenmanövern. Wobei man fragen muss, was ist jetzt klassischer? Der Todessprung oder sich hier abzuseilen wie Spider-Man? Ich glaube, das konnte man beides ganz gut sehen, wenn man uns entsprechend verfolgt. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen die Variabilität preisen. Ist es eigentlich wirklich so kalt, dass das ständig mein Atem ist, was hier als weiße Wolke irgendwie sich um mein Gesicht hüllt? Oder verpasse ich irgendwie, dass wir neuerdings eine Kippe im Handschuh haben oder so? Kann ja auch sein, ne? Kann ja auch sein. Das ist das Jack the Ripper DLC, genau. Genau. Ja, wir müssen einfach nur rein, ne? Into the Eingang, sagt man ja auf Deutsch heutzutage. Und dann gönnen wir uns da unsere nächste Mission. Immer noch Credo eines Monsters, immer noch dieselbe Mission, wer hätte es gedacht? Das sind die Geistersinne. Hallo, ich grüße Sie, liebe Polizei. Ich dachte, ich komme mal wieder vorbei. So, wo war der denn? Also ganz oben, ne? Wir dürfen erstmal ganz hoch laufen. Und dann nochmal rechts und dann durch die Tür. Und da sind wir. Ivy sucht nach dem Mann auf dem Foto. Ja, irgendwer muss ihn ja kennen. Irgendwer muss ihn jetzt sagen, hey, ich bin's oder so. Das ist mein Vater. Mal gucken, wir starten. Servus. Miss Fry, haben Sie den Ripper? Fast. Mord im Owers Anwesen? Ständig werden Leute ermordet, wenn ich Dienst habe. Ich kann Sie und Ihre Bruderschaft nicht ewig schützen. Zeugen sahen jemanden, auf den Ihre Beschreibung passt. Ich sollte Sie einsperren. Weaversbrook Publishing. Der Mann von dem Foto in der Villa, ihm gehört diese Zeitung. Miss Fry! Ich werde den Ripper schnappen, Inspektor. Aber zuerst helfen Sie mir, Mr. Weaversbrook zu finden. Hier lang. Man darf sie nicht sehen. Ich glaube, Mr. Weaversbrook wohnt in der Nähe von St. Paul's. Jetzt los. Das ist ja generell Fake News, als ob mich jemals irgendwer sehen würde, oder? Da wissen wir ja, dass die Lügengeschichte da anfängt. Oh, hier wird gewaschen im Winter. Polizisten sind nicht länger ihre Verbündeten. Super, ich habe mich gerade schon gewundert, warum die auf einmal happy mit uns waren. Wegen Ivys mutmaßlichen Massakers in der Villa werden Polizisten nun versuchen, sie aufzuhalten, wenn sie gesetzwidrige Aktionen ausführen, wie zum Beispiel atmen. Ivy darf keine unschuldigen Polizisten töten. Setzen Sie Ihre nicht tödlichen Angstgeräte ein, um feindliche Polizisten zu verjagen. Ja, die sind natürlich auch durch den Ripper sehr anfällig dafür Mr. momentan. Weaversbrook ist meine beste Spur. Und dank des Inspektors ist die Polizei noch nicht hinter mir her. Ich sollte jetzt lieber keinen Polizisten verärgern oder verletzen, wenn ich sie auf meiner Seite haben will. Ja, aber wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Schöne Sachen, die sehen richtig sauber aus. Das mit dem Waschbrett scheint hier sehr, sehr gut zu funktionieren. Ja, was macht ihr hier? Oh, guck mal, auch im DLC. Huhn, einwandfrei. Und Kohlköpfe und Kinder, die durch mich durchrennen. Alles klar, Geisterkinder, Blockaden und Co. Und wir müssen dahinter, alles klar. 300 Meter ist eigentlich fast schon wieder ein Job für die Kutsche. Aber wir sind natürlich auch als rüstige Ivy, sind wir natürlich komplett dabei und können auch nochmal klettern. Und schön einen abseilen, wenn wir denn möchten. Und zwar genau darüber. Ja, machen wir die Dächer oder machen wir Kutschen? Komm, wir fahren Kutsche. Ihr dürft auch das Kutschenfahren nicht verlernen, liebe Leute. Dazu haben wir ja unsere Pferdchen. Werden die mich jetzt direkt angreifen, nur weil ich hier runterspringe? Wir testen das mal. Hallo. Ja, sorry. Sorry, alles cool. Ich bin nur ein braver Bürger. Ich liebe das Gesetz und so. Police Academy habe ich 70.000 Mal gesehen. Ich bin Fan. So, tschüss, ihr Nullen. Auf Wiedersehen. Einwandfrei. Also, oh, hoppla. Sorry. Ich hoffe, das haben die nicht gesehen. Polizisten überzeugen kann ich einfach. Ja, ich bin einfach Freund der Polizei. Ist einfach eine nice Sache, wenn man so auf Perdu ist, ja. Und nicht meine Kohlköpfe. Ist einfach klasse, ja, weil man kann sich einiges erlauben. Schulter haben eh immer die anderen. Und dann sind wir auch ruckzuck beim nächsten Ziel. Bei Mr. Weaversbrook, der sicherlich richtig gut auf uns zu sprechen ist. Und bestimmt auch noch nicht tot ist oder so. So ein Quatsch. Hier sollen wir schon anhalten. Achso, das ist das Haus oder was? Ja gut, dann müssen wir nur wieder einen Eingang finden. Mal gucken, wo ist denn der Eingang? Da ist... Oh, das sieht jetzt nicht so gut aus irgendwie. Verteidigen. Ja, vielleicht hätte ich mir das Adlerauge schon sparen sollen, aber es ist ja zum Glück nicht auf Zeit. Die haben, Freunde, die haben selber Zeit mitgebracht. Hallo. Na, ich grüße euch. Oh, muss ich da rein? Sieht fast so aus, ne?
Sieht fast so aus. Hallo, ich grüße euch, Freunde. Büpp, 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 büpp. So. Hoppla, ein Unfall. Ein Unfall. Zack, hoppala, Missklick. Ja, das ist jetzt doof gelaufen. Ich schätze mal, wir müssen hier rein, oder? Sperrgebiet. Ja, hier laufen genug gefährliche Heinis auch rum. So von Gasse zu Gasse. Früher war es von Party zu Party, heute ist es von Gasse zu Gasse. Da ist er, ja gut, da muss ich doch nicht groß Angst anwenden, oder? Da komme ich jetzt schön von der Seite und mache hier einmal diesen Junge. Zack, so, das war euer Grobian. Und jetzt seid ihr noch dran, meine Freunde. Du wirst doch wohl nicht... Was war das denn für eine Animation? Um Gottes Willen. Ihr werdet doch den armen Kollegen jetzt hier nicht angreifen, wenn ich da bin, Freunde. Nicht während meiner Schicht. Zack, Kopfnussjunge. Bäm. Und auf Wiedersehen. Und du bist der Nächste. Ey. Also, ich glaube, es geht los hier. Hallo. Also, das gibt's doch nicht. Zack, Junge. Penner. Okay, das war verteidigt, würde ich sagen. Oh nein, er muss ja auch noch raus. Oder auch nicht. Mein lieber Freund, ich habe dich gerade gerettet. Siehst du mich? Kennst du mich? Reden wir. Der Weg müsste frei sein. Du kannst weiter... Was? Okay. Cool. Was wollen Sie? Ich jage Jack the Ripper. Nein, gehen Sie. Er hat überall Augen und Ohren. Mein Name ist Evie Fry. Ich will nur helfen. Mr. Jacob Frys Schwester? Ja. Was geschah mit diesen Männern? Fort, entführt, tot, bitte. Der Ripper hat meinen Sohn. Er wird ihn umbringen. Ich werde Ihren Sohn finden und nach Hause bringen, Sir. Aber zuerst müssen Sie mit mir kommen. Jetzt. Ich begleite Sie zu dem Ort, an dem mein Sohn zuletzt gesehen wurde. Alter, wie er komplett ruhig ist auf einmal. Was können Sie mir zu den Briefen sagen? Ich zeigte den mit Jack the Ripper unterzeichneten der Polizei. Von den Hunderten, die sie untersuchten, schien dieser am glaubwürdigsten. Und so haben wir ihn gedruckt. Scotland Yard war verzweifelt. Und ist es noch. Sie hofften, man könne die Handschrift identifizieren. Es gelang nicht. Und dann erhielt ich dies. Sie hielten sich wohl für besonders clever, als sie die Polizei informierten. Ich durchschaue ihr kleines Spiel und werde sie erledigen und ihre Ohren an die werte Gemahlin senden, wenn sie denen helfen. Sollten sie das tun, mache ich sie fertig. Ihr Ergebener, Jack the Ripper. Ich druckte zwei weitere, bis Mr. Fry und mein Sohn mich überzeugten, damit aufzuhören. Trotz des Risikos. Mein Sohn war ein brillanter Journalist. Und jetzt habe ich ihn verloren. Nein, er war so ein toller Journalist. Können Sie mir berichten, was das uns helfen könnte? Ich weiß nur, dass sie zweifellos echt sind. Und dass dieser Dämon meinen Jungen hat. Angst ist eine mächtige Waffe. Sie macht uns irrational und treibt Keile zwischen uns. Genau deshalb fertigte Jack diese Briefe an. Er darf nicht gewinnen. Sie klingen, als würden Sie dieses Monster kennen. Gut genug, um ihn zu töten. Wir haben wohl beide dabei geholfen, ein Monster zu erschaffen. Krass. Ja, wir sind die Creator Boys. Wir sind so gesehen Frankenstein. Ich frage mich die ganze Zeit, hätte ich eine Kutsche mit ihm nehmen können? Wäre er eingestiegen? Sollten wir hier laufen, damit der Dialog irgendwie frei entfaltet werden kann? Aber es sind halt immer noch 150 Meter. Und ihr könnt mir vorstellen, dass er nicht ganz so schnell zu Fuß ist. Aber gut, den Rest rennen wir jetzt auch noch. Muss ich dich töten hier? Stört das wen, wenn ich mal kurz hier... Oh, ups. Dieser Mann, der ist umgefallen. Er ist... Helft ihm doch, Herzinfarkt oder so. Ja, dann nicht, du, auf der Mitte der Straße. Warum denn nicht, oder? Muss manchmal passieren. Immer noch besser, als wenn ihr überall Herbert Grönemeyer niederlaufen würden. Habt ihr den einen Jungen gerade gesehen? Ich konnte leider nicht drüber kommentieren, weil ich den Dialog sehr wichtig fand. Wir sind da. Einer meiner Reporter wurde fast zu Tode geprügelt, als er das Verschwinden meines Sohnes untersuchte. Schleicht da vorne. An den Docks. An den Docks. Hallo. Wieso lässt du deinen Besen fallen? Alle haben irgendwie Schiss. Das ist einfach unsere Aura, ne? Wir sind einfach Savage, Junge. Der Typ auf der Straße, Junge. How could this happen to me? Ja, scheiße, was ist passiert? Ach man. Ja, Evie hat wieder keinen Bock hier auf den Stachelzaun, ne? Dann nehmen wir hier diesen Poller. Achso, jetzt auf einmal. Doch, alles klar. Wo geht er denn lang? Ja gut, man hätte natürlich auch das Tor nehmen können, aber wir wollen ja auch so ein kleines bisschen assassinartig dabei bleiben. Wunder, grüße dich, Hallöchen. Hallöchen, und da ist unser Ziel. Wir sind mal wieder an einem Hafen, da haben wir bisher ja ausschließlich gute Erfahrungen gemacht, was diverse Raubzüge angeht. Und dann können wir hier bestimmt auch die nächste schöne Mission starten. Oder? Warten Sie hier, Mr. Weaversbrook. Ich bin schon bald mit guten Nachrichten zurück. Nice.
Der Speer darf keinen Alarm auslösen. Die Docks untersuchen. Okay. Das heißt, wir müssen da einmal hoch. Und müssen vor allem aufpassen, dass uns hier keiner sieht. Wobei bisher sehe ich irgendwie keinen Gegner. Aber ja, wollte ich gerade sagen. Immer wenn ich das sage, dann tauchen eigentlich 20 auf. Zu weit entfernt gehen heran. Der Speer. Ausspionieren. Wir dürfen also auch nicht töten. Ich darf keine Messer werfen. Wir dürfen keine Panik verbreiten. Es ist einfach nur sad, Mann. Wir sind gefangen im Kostüm der Assassinen. Und können nicht assassinieren. Das ist mega sad, Mann. Jo, lass den Typ, den Jack killen will. Ach du Scheiße. Allein zurück. Holla, hier war es plötzlich ein bisschen voll irgendwie, Freunde. Das war jetzt, ich sag mal, ein bisschen unerwartet. Tschüss, auf Wiedersehen, guten Flug. Das war jetzt ein bisschen unerwartet, dass sie mich instant sehen. Was nichts damit zu tun hat, dass ich auf den Bildschirm geschaut, nicht auf den Bildschirm geschaut habe, besser gesagt. Hallo, na ihr? Tschüss. Will noch wer oder reicht euch das jetzt so? Einmal der Arschkitzler tot, man kennt ihn. Willen, hallöchen. Den haben wir einfach allein gelassen. Was soll passieren, oder? Was soll passieren? So. Der Speer darf keinen Alarm auslösen. Jetzt muss ich ihn doch töten, oder was? Wo ist er denn? Was macht er denn? Jetzt geht er da wieder rein. Hä? Jetzt geht er wieder raus. Nee, jetzt rennt er? Was macht er? Jetzt kommt er wieder raus. Jetzt kann ich doch, oder? Büpp, stirb. Nein, er ist nicht gestorben. Hä? Jetzt ist er da unten. Junge, er kann sich teleportieren, oder was? Jetzt ist er da drüben. Jetzt geht er aber wieder rein. Was macht er denn? Jetzt hat mich die Nächste gesehen. Ja, wie? Wo kommst du jetzt her, Junge? Was geht denn hier? Ich liebe es, dass wenn man einfach am Anfang gesehen wird und sich dann so halb verpisst, die KI überhaupt nicht mehr klarkommt auf gar nichts. Jetzt ist er wieder da unten. Also, der ist schnell, ne? Der ist schnell, also das ist wirklich hier gerade eine Mission. Die geht ja auch sofort wieder unten rein. Oh, jetzt ist hier wer. Vielleicht kommt er ja irgendwann bei uns an. Vielleicht, Butz, zack, es ist Sparta, Bitch. Da kommt der Nächste. Das ist er, oder? War das der Speer? Ja, bleib liegen. Bitte nicht runter, nicht runterfallen. Oh nein. Oh, er ist in der Regenrinne hängen geblieben. Sehr gut. Hallo. Haha, ja, tschüss. Butz, Ja. Okay, er ist zum Glück hier in der Regenrinne hängen geblieben. Wir machen mal Range-Looten mit Todesgriff und haben die Befehle. Sorgt dafür, dass die Docks sicher sind. Wir rechnen mit Gesellschaft. Ja, also er hat auf jeden Fall sehr schnelle Kollegen unter sich, ja. Er hat sehr schnelle Kollegen unter sich. Das muss man ihm lassen. So, das waren doch die Befehle. Oder noch einer jetzt. Ist hier noch ein Speer mit mehr Befehlen, oder wie? Ne, achso, fortfahren. So. Ich noch mehr Informationen aus Jacks Offizieren pressen, wenn ich einen davon finde. Okay, da hinten ist anscheinend einer. Vielleicht komme ich hier jetzt ja besser rüber, ohne dass sie mich alle sehen. Mal gucken, wie bei Super Mario die Fenster sind, die Röhren, ja. Auf einmal bist du unten. So, wer ist das denn da drüben? Guck mal. Ja, guck mal, genau, zack. Guck mal, und sie so, hä? Bam, weg mit die Viechers. Da unten, das ist der Offizier, oder was? Okay, der steht ja relativ alleine gerade. Das ist eine ziemlich gute Position. Frage ist nur, wie sollen wir die Information beschaffen? Kann ich ihn töten? Soll ich ihn gefangen nehmen? Der bin ich. Oh, das war ein interessanter Jump. Okay, jetzt runter. Und dann, gucken wir jetzt einfach mal. Hallöle, ich bin's, gefangen nehmen halt, ne? So. Servus. Er benutzt die alten Gefängnisschiffe, um seine Geiseln festzuhalten. Bitte, ich bin doch nur ein Handlanger. Sprechen Sie mit Mr. Billingsworth. Er leitet ein Gefängnis für Mr. Jack in der alten Garnison von Deadford. Ich muss diesen Gefängnisschiffen dringend einen Besuch abstatten. Sobald ich Mr. Riversbrooks Sohn gefunden habe. Ganz ruhig, dann tue ich dir nichts. Okay, ja cool, dann würde ich sagen, brutaler Takedown, oder? Butz, bam, und dein Arm brauchst du eh nicht mehr. Zack, tötet die Halblinge. Bam, Junge. So, Freunde, alles cool hier bei euch? Finde ich gut. Mr. Riversbrooks Sohn sollen wir finden. Mit alten Gefängnisschiffen wird hier gearbeitet. Das ist natürlich höchst interessant. Und da können wir uns bestimmt auch mit unserem Fachschiffwissen aus WoW von diversen Kultiras und Zandala-Weltquests sehr, sehr gut orientieren dann auf dem Schiff. Klare Sache. Sag den Feinden doch noch, wen du suchst. Ja gut, darum haben wir ja entsprechend auch dafür gesorgt, dass sich dieser Typ nie mehr äußern wird dazu. Na?
Klare Geschichte. Das ist übrigens die Fabrik, hier waren wir auch mal. Hier war mein glorreicher Moment, wenn ich mich nicht irre. Mit den Sprengkästen, wo ich mir den einen selber über die Kante voll in die Fresse gehauen habe und fast verreckt bin. Das war auch so eine Art Magic Moment, ne? Da habe ich schon Weihnachten gefeiert, da war noch irgendwie September. Okay, den sollen wir befreien. Frage ist, wie machen wir das am besten? Wollen wir eine Panikbombe reinschmeißen? Oder zwei Panikbomben? Oder fünf Panikbomben? So Graf-Zahl-mäßig. Oder natzen wir die einfach mit Messern weg? Ich weiß es nicht genau. Wir müssen den ja befreien. Pass auf, wir gucken erstmal, was wir machen können. Notfalls starten wir es einfach nochmal. Zack. Oh, er ist umgefallen. Zack. Er ist umgefallen. Zack. Er ist umgefallen. Was macht der? Hm, 3 von 4 sind umgefallen. Mal gucken. Büpp. Geiler Typ. Geiler Typ. Oh shit, da ist noch einer. Oh, da sind mehrere sogar. Hoppala. Zack. Servus. Ja, okay, das hat sich dann anscheinend nicht vermeiden lassen. Ich war so schön leise. Und jetzt müssen wir hier noch, zack, und einmal den Arm, den brauchst du eh nicht mehr. Einwandfrei. Oh, ihr habt Schusswaffen, Boys. Das ist aber nicht nett, hör mal. Das ist jetzt aber wirklich, da muss ich jetzt sagen, halt, stopp. So, ich prügel die Scheiße aus dir raus, sagt er. Und er, was war das denn? Er hat sich selber irgendwie nach hinten wie bei Fight Club oder was? Alter, also, wenn wir eins gelernt haben, dann Evie Fry nicht zum Feind machen. Das wäre eine gute Sache, glaube ich. So, wir befreien den Kollegen jetzt schnell, bevor es hier irgendwie noch weiter eskaliert. Geht natürlich nicht, wir müssen anonym werden. Ach ja, dann komm doch her, du Pute. Meinst du, du hältst mich jetzt auf, oder was? Komm her, Alte. Zack, zack und auf Wiedersehen. Ab in die Themse, Bitch. Sehr gut. Man sieht, unter Frauen versteht man sich hier einfach noch. Guni, hallöchen. Grüße. So, bist du jetzt frei? Nee, jetzt. Vielen Dank, Miss Fry. Ihr Vater schickt mich. Und er wird Sie für Ihre Tapferkeit reich belohnen. Sie verdienen eine Belohnung. Haben Sie etwas erfahren, was mir hilft, den Ripper aufzuhalten? Meine Entführer nannten ihn Mr. Jack. Sie wollten mich zu den anderen Geiseln auf den Gefängnisschiffen bei Deptford bringen. Vielen Dank. Seien Sie vorsichtig, Mr. Reversbrook. Ja, wir schenken ihm die Freiheit. Sehr, sehr gute Sache auf jeden Fall. Oh, oh, habt ihr das gesehen? Junge, er war ja in Gefangenschaft, der lebt ja noch. Ja, so kann ich nicht arbeiten, Freunde. Schwer, kein Alarm auslösen, Bonusziel, natürlich eine unserer leichtesten Übungen, Freunde. Wem machen wir was vor? Ja. Und dementsprechend können wir auch schön fortfahren. Sie cutten mich hier mit Infos in meinem Execute weg, ich krieg so einen Hals. Reaverbrooks Sympathisantenaktivitäten. Der Ripper kontrolliert immer noch die Zeitungen in London. Finde ich aber klasse, dass sie hier wieder so zwischen Main und Side Story so unterschieden haben, dass man da eben, naja, das machen kann, was man eben möchte. Finde ich cool. Helfen Sie Mr. Reaversbrook, die anderen Verleger zu überzeugen, dem Schrecken des Rippers zu widerstehen. Aktivitäten aus den Bereichen Jacks Offiziere, die Briefe des Rippers und Frachtdiebstahl stehen zur Verfügung. Alles klar? Oh. Ah, finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Okay, also bisher kommen wir in meinen Augen eigentlich echt ganz gut voran. Schneller und besser geht immer. Ja, Luft nach oben ist natürlich immer, das wissen wir. Aber an sich sind wir jetzt noch nicht alle 3 Sekunden gestorben oder so. Da habe ich keinen Schnellreisepunkt. Das finde ich super schade, um ehrlich zu sein. Ich würde aber sagen, wir reisen hier schnell hin und fahren dann mit einer Kutsche da runter. Ich glaube, das ist einfacher, bevor ich mich jetzt hier über die ganzen Docks schlängelänge. Könnte es sein, dass das ein bisschen schneller geht. Die schwarze Perle, ja, die Black Pearl. Es gibt Geschichten über sie, obwohl es keine Überlebenden gab. Ganz mysteriös. Nach Freiburg geht es jetzt. Genau so. Captain Jack. Ich habe ein Glas voll Dreck, liebe Leute. So, ab nach unten. Oh, das sieht aber... Achso, da ist das Ding. Okay, ich wollte gerade sagen, wait, Evie, der hat ein bisschen Anlauf gefehlt. Ne? Also hier aufzuschlagen hätte vermutlich ein bisschen mehr wehgetan. Hier ist jetzt nichts weiter für einen Todessprung. Kann ich fast nicht glauben. Ah, wollte ich doch sagen. Hier einmal bitte nächste Etage. So wollten wir das nicht sehen. Zack, reingekracht. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Und dann suchen wir uns mal hier. Jawohl, nehmen wir gleich hier so eine Buskutsche, Alter. Guck mal, das ist jetzt meine, du hast Feierabend, mein Freund. Das ist super. Und dann wenden wir mal. Das ist alles kein Problem, liebe Leute. Wir sind hier, um zu helfen. Und dann ist die Zielmarkierung schon wieder weg. Warum machen die sowas? So, einmal den Weg, bitte. Muss ich jetzt wieder wenden? Ich fasse es nicht. Also... Das ist auch wieder Straßensystem in London vorne. Das sollte man sich auch nicht abgucken, ganz ehrlich. Wenn ihr in den Genuss kommt, irgendwie als... Was macht er denn? Tschüss. Als Superarchitekt eine Stadt zu designen, eine Großstadt, dann sagt bitte, ne. Nicht wie in London, ne, da können unsere Kutschen heutzutage auch gar nicht mehr fahren. Wir haben zwar nur noch Cybertrucks, aber angenommen, da fährt so eine Kutsche, ne, schön Weihnachtsmarkt, 7.000 Euro halbe Stunde, schön romantisch, ja, und die kommt dann irgendwie beim Hafen an
Und dann wird das Pärchen im Jahre 2019 von Jack the Ripper gerichtet. Das ist marketingmäßig nicht gut für die Stadt. Das muss bedacht werden. So, alles ist gut. Alles. Ja, ich komme zu dir einfach rüber, mein Freund. Servus. So, guck mal. Gut gelaunter Gruß von mir. Gut, wir müssen da rüber. Das sollte eigentlich jetzt nicht so das Problem werden. Genug Schiffe sind ja da. Größer ging die Kutsche nicht. Nee, es muss möglichst unauffällig und leise immer sein. Können Kutschen rückwärts fahren? Naja, wenn die Pferde mitmachen, wenn du sie so trainiert hast oder halt so seitlich, ne, dass sie so seitlich rückwärts gezogen gehen, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan von Pferden. Ich saß mal auf dem Esel, das muss reichen. Credo eines Monsters, Gefangene. Hallöchen. Evie hat herausgefunden, dass Jack seine Geiseln flussabwärts zu alten Gefängnisschiffen und einer verlassenen Garnison nahe des Hochseehafens Deptford bringen lässt. Es ist an der Zeit, diese Operation zu beenden. Ja, Schwester, Tupfer. Wir starten zu den Gefängnisschiffen. Sehr gespannt, wie das abläuft, mit sicherlich auch neuen Räumlichkeiten. Nicht wie die alte Fabrik eben, sondern Schiffchen. Blackscreen, los geht's. Cool, das Sumpfland, liebe Leute. Diese alten Kriegsschiffe wurden für Gefangene umgebaut, die auf ihre Deportation in die Kolonien warteten. Hier bringt Jack also seine Opfer unter. Okay. Mal sehen, ob Jack seinen Gefangenen einen Besuch abstattet. Krass, komm mal rangerutscht auf einen Zentimeter, ey, Messer rein. Ey, immer Obacht, Armlänge Abstand, wir wissen Bescheid, auch in London. Ja, das ist schon atmosphärisch eine sehr sahnige Nummer. Der fliegende Holländer, gut, wie es gerade nachlädt mit den Vögeln da drauf, war jetzt nicht so atmosphärisch, aber an sich ist das hier, ich will es nicht sagen, wirklich creepy. Erinnert mich echt an diesen Punkt im Sumpfladen, wisst ihr noch, wenn man aus dem Hafengebiet rausreitet und dann links direkt die Murlocs und auch diese Geisterpiratenschiffe, waren wir, glaube ich, auch mit der Iron Man Challenge damals unterwegs. Also, das erinnert mich gerade schon. Sehr, sehr starke Sumpfland-Vibes hier gerade. So, wir hüpfen mal rüber. So, dass nicht unsere Stiefelchen dreckig werden. Es gibt eine Alarmglocke, das ist super. Oh, die ist direkt hier und es guckt gerade keiner. Du, das ist ja dann aber wirklich super, hör mal. Da können wir ja hier mal schnell... Zack, das war's mit dem Glöckchen. Sehr gut, keiner mitbekommen. Und wir müssen, denke ich mal, erstmal hoch, ne? Ich denke, wir müssen erstmal hoch. Da sind mehrere, hier sind nur einzelne, da ist eine Zweierpatrouille. Dann würde ich sagen, wir gehen hier erstmal lang. Nein, hier ist niemand, hier ist gar... Du hast gar nichts gesehen. Zack. So, keiner... Oh, wie krümmt er sich denn? Was war das denn jetzt? Irgendwie... ja, sehr seltsam. Er hat sogar den Hut verloren, Mann. Wenn er bewusstlos ist, dann ist der Hut noch da. Aber nicht für immer. Leider nicht für immer. Holländer Fjord mit den Robben am Strand. Ja, genau, bei dem Piratenversteck hinten. Da waren wir ja sogar vor gar nicht allzu langer Zeit auch mit der Schuhgurke unterwegs. Was macht er denn? Was machen sie da? Befummeln sie sich? Das ist, sieht nicht gesund aus, liebe Leute, was ihr da macht. Ich hoffe, wir können Doppelattentat, oder? Jo, ich würde sagen, können wir. Sehr schön. Auf die... Hallo? Ja gut, er versteckt sich selber im Busch. Das waren Fortnite-Spieler, liebe Leute. Die können das auch noch mit reinen Reflexmuskeln. Wir ziehen uns hoch. Mal gucken, was da abgeht. Wir müssen es nur erreichen. Und hier soll auch keiner drauf sein, nur Vögel. Nur Vögel, okay. Hier gibt es noch eine Kiste. Aber wir müssen auch aufpassen, die Raben verraten uns vielleicht auch. Mal gucken. Voidlord ist jetzt traurig, weil du die Glocke kaputt gemacht hast und er keine Benachrichtigungen auf YouTube mehr bekommt. Ja, das ist wirklich sad, aber die können wir auch wieder aufbauen, wenn ich hier das Schiff verlasse. Und wir betreten echt das Schiff. Kuldiraner Weltquest Boys. Da sind wir. Was ist hier? Kiste? Okay, sah kurz aus wie so ein Tunnel zum Durchkriechen. Miriel, hallöchen. Grüße. Sasu auch am Start. Hi, hi. Yo, alles fresh. Ich habe nur Angst, dass ich mich wie bei den Kuldiraner Sachen jetzt auch hier verirre, aber nö, wir haben ja unsere leuchtenden Kollegen. Oh! Moin! Helfen Sie mir! Miss! Bitte, warum bin ich hier? Keiner sagt mir etwas. Es ist Jack! Jack the Ripper, sage ich! Er steckt hinter unseren Entführungen! Er lässt uns hungern und foltert uns, bis wir unseren Familien schreiben, dass sie alles tun sollen, was er sagt, sonst schlachtet er uns ab! Ist er hier? Haben Sie den Ripper kürzlich gesehen? Seit Wochen nicht. Aber er wird kommen. Und mehr arme Seelen bringen, die an der Leine des Wärters für ihn tanzen. Okay, ja leider nicht Jacob, sondern Templar-Heinis, wenn ich mir die Armbinden so ansehe. Guti, im zweiten Boot finden. Ah, die lassen wir jetzt einfach hier. Ja gut, warum sollen wir die auch freilassen? Ne? Auf Templar sind wir selber ja auch nicht so gut zu sprechen. Gut, das war leichter zu durchschauen, frachtraumtechnisch. Sie eingepfercht wie Tiere. Sie werden alle an Cholera sterben.
wenn der Wärter sie nicht vorher erhängt. Cool. Ja, Statement halt, ne? Wir machen zwar auch nichts dagegen, aber... genauso, Boots, genauso ist es. Genauso ist es. Vielleicht auch Von Sandy, auch das ist denkbar. Wo ist denn das zweite Schiff? Ich habe Original da hinten. Das hier war die Nagelfahr. Und da hinten, mal gucken, was wir da noch haben. Das sind aber auch Schiffe, oder? Wie groß die sind. Holy fuck, ich gucke ja auf eure Empfehlung. Wobei, ich habe die erste Staffel und ich glaube auch die einzige bisher durch von Tabu. Habt ihr mir ja empfohlen. Aufgrund meines Lieblingssettings und dem ähnlichen Ambiente, was wir hier auch haben, bin ich jetzt auch mit durch und da erinnert mich diese ganze Sklavenschiff-sonst-was-Thematik gerade auch sehr dran. Kann ich hier einfach rübergehen? Klar, oder? Klar, sonst wäre das nicht gespannt. Ein Seil im Schnee, das ist natürlich der Top-Weg, den ich mir auch ausgesucht hätte. Geile Aktion. Also wer auch auf das Setting steht, ihr wisst, Peaky Blinders und auch Tabu, kann ich super empfehlen, was Serien mäßige Entwicklungen angeht. Ich dachte, Jack the Ripper war ein Massenmörder aus England, der Frauen gekillt hat. Ja, das ist auch der Hauptstorystrang tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit sie historisch ein bisschen abgeweicht sind. Oder insgesamt abgewichen haben, wer weiß. Aber damit hat es auf jeden Fall angefangen. Ja, wir sind auch in London, wir sind jetzt hier an der Küste unterwegs. Also das passt alles, inwieweit jetzt hier jede Aktion, die wir gameplaymäßig aufarbeiten, wirklich eins zu eins auch die Ripper-Story IRL quasi widerspiegelt, das... kann ich allerdings nicht beurteilen, so stecke ich leider nicht drin. Naulex, Hallöchen, Schneeflug auch da. Grüße, Grüße. So, da ist die Alarmglocke. Das heißt, ich würde sehr, sehr gern da eigentlich hinkommen. Butz! Sehr gut, dann können wir hier jetzt mal fix eine Flitzung einlegen. Und mit ein bisschen Glück... Wo ist denn das Ding? Hä? Sollte die nicht hier sein? Ach, da! Das ist halt ein bisschen sehr weit vorne. Da kommt gerade die Patrouille... Die sollten wir auf jeden Fall abwarten. War hier nicht eben noch einer? Okay, der kommt zurück. Patrouille geht jetzt hoffentlich da hoch. Sehr gut. Und den können wir ja im Zweifelsfall auch nochmal eben wegnatzen hier. Wenn der jetzt hier langkommt. Und wie mal eben so. Guten Tag, mein Freund. Oh, ja, da muss man aufpassen. Immer im Schnee, da kannst du einem ruckzuck die Beine wegziehen. So, dann können wir... Die kommen zu schnell wieder. Und er ist auch immun gegen die Vier-Effekte. Pass auf, dann warten wir noch einmal die Patrouille ab. One-hitten den Kollegen mit einem gezielten Messerheader, deaktivieren die Glocke und natzen die beiden bei ihrer Patrouillenrunde. Dann können wir oben mit dem reden und die bleiben da halt stehen. Was soll's? Pass auf, die gehen jetzt dran vorbei. Oh toll, ich sehe seinen Kopf durch meine Kapuze. So, Achtung, Wutz. One-hit, sehr gute Sache. Dann können wir jetzt hier schnell lang zur Glocke, die zum Glück auch ein bisschen weiter rechts steht. Sabotieren die Glocke. Gehen wieder in Stealth-Modus, sprinten hier die Treppe hoch, hoffen, dass die nicht morsch ist. Und natzen jetzt die beiden Kollegen. Bötz. Cool. Ey, das hat 1:1 geklappt, wie ich das geplant habe. Das gibt's ja gar nicht, dass ich das noch erleben darf. Guten Tag. We got a deal. Ich bin's. Wer seid ihr? XK, 3 Monate. Dankeschön. Freut mich sehr. Runde tauchen. Nee, muss nicht sein. Danke. Ich bitte Sie, lassen Sie uns hier nicht sterben. Der Wärter ist ein grausamer, sadistischer Mann. Was? Seit Wochen hat niemand mit mir gesprochen. Dann kam der Gehilfe des Wärters und hat nach meinem Gewicht gefragt. Ich muss in das Hauptgefängnis und den Wärter finden, bevor er noch jemanden zu Jacks Unterhaltung hängt. Okay, nach seinem Gewicht gefragt. Und du hast doch da wen in deiner Zelle. Das hat er gar nicht mitbekommen, ne? Mit dem hätte er reden können. So sad. Und jetzt geht es wieder an Land. Ich wollte gerade sagen, wie viele Schiffe hält er denn hier bitte vor der Küste? Ich meine, alle haben Schiss vor ihm. Er kann sich das leisten, ne? Wer will ihn aufhalten, wenn nicht wir? Aber... noch ein Schiff wäre vielleicht ein bisschen krass gewesen. Oder haben wir noch eins? Nee. Aber diese zwei riesigen reichen ja auch. Nein, ihr seht nichts. Ihr seht nichts. Du hast nichts gesehen. So. Ja, man muss die Leute auch nochmal richtig überzeugen. Dann haben die auch wirklich nichts gesehen. Da oben sind auch Leute auf den Dächern. Wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass sie auch tatsächlich hochgucken. Das heißt, auch die da unten könnten uns sehen, wenn wir Pech haben. Haben wir aber zum Glück nicht. Das heißt, nein, daneben. Oh no. Okay. Und dich natzen wir auch noch so weg. Die sollte jetzt nur nicht runterfallen. Ich hoffe, wir sparen uns den Sparta-Move diesmal. Naja. Die ist ausgerutscht. Es ist sehr, sehr kalt und sehr rutschig auf den Dächern. Es wurde wieder nicht gestreut, Freunde. Anzeige geht raus an der Stelle. Wir wollen ja nur zum Aussichtspunkt. Das ist eigentlich wirklich geil, dass wir hier jetzt natürlich wirklich die Ausrede haben, dass die Dachpatrouillen einfach mal runterkrachen, ne? Klare Sache. Und das ist, glaube ich, auch eine neue Zone. Hier waren wir noch nie im Main-Game. Mit diesen, naja, Hafenhäuschen eben, ne? Und irgendwelchen Türmen. Nein! Ivi! Nein, 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 nein! Du bist nicht die, die runterrutschen soll. Gerade noch drüber lustig gemacht. Das gibt's doch gar nicht, Freunde. Karma, ne? Kleine Sünden bestraft Gott sofort, oder wie war das? Und da hinten! Bolias! Bist du noch da? Kraniche fliegen im Keil. Da haben wir sie. Großartig.
Sehr, sehr gut, ne? Wisst ihr, warum die Linie oben kleiner ist als unten? Weil unten mehr Vögel sind. So ist das. Crazy stuff, liebe Leute. Da wären wir wieder. Zack. Aussicht. Okay. Geht und baggert die Themse aus, ihr faulen Hunde! Der Wärter will seine Ruhe! Okay, die Hauptwache. Dynamit. Nicht den Mut verlieren, Gentlemen. Wir können hier ausbrechen, wenn wir zusammenarbeiten. Das bringt nichts. Wir bräuchten Sprengstoff für diese Türen. Man muss das Gewicht genau kennen und sie behutsam fallen lassen. Der Rest kommt von allein. So kann man ihre Gurgel noch 10, 12 Zentimeter lang ziehen, bevor sie verrecken. Boah, wie krank, Mann. Leider der richtige Typ für den Job. Und das war auch unser einzigartiges Attentat, was sie bisher jedes Mal gemacht haben, wenn wir die Chance hatten. Mal gucken, was es wird. Pilgor, zum Arzt. Ich hoffe, nichts Ernstes. Gute Besserung und Dankeschön fürs Reinschauen. Gerade letztens am Bahnhof gehört, lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Passt ja zu den Feiertagen. Aber das ist eine Durchsage, die kommt relativ häufig eigentlich. Oder gut, jetzt vielleicht sogar noch häufiger, weil man mal mehr Weihnachtsgeschenke transportiert oder wie auch immer. Die kenne sogar ich und ich fahre wirklich sehr selten Zug. Ich bin allgemein sehr selten draußen. Gefangene, Hauptwache, ja. Gefangener und Galgengehilfe. Den versuchen wir zu kriegen. Die einzigartige Möglichkeit. Da hinten, alles klar. Wir haben ausgespäht. Wir kommen nicht ganz rüber. Das ist jetzt nicht so toll. Mal sehen. Ach, Gebäck. Was? Das ist ihr Gebäck. Nicht unbeaufsichtigt. Ja gut, das ist natürlich dann viel wichtiger, ja. Ja, komm. Ey, you're too cute. Come on. Lesen. Wie hoch war die Chance, dass wirklich Gebäck gemeint war und es nicht ein Autokorrektur-Fail war? Come on. Come on. So, wir machen uns einmal darüber und gönnen uns die Festlichkeit des Galgengehilfen, der natürlich im Haus ist. Aber wie kommen wir da jetzt rein? Oder Rechtschreibfehler? Ja, da irgendwas. Also ich rechne dann meistens, wenn es nicht sofort Sinn ergibt in my head, dann rechne ich einfach mit Autokorrektur. Von daher, da war ich einfach nicht vorbereitet, ne? My body wasn't ready. My body wasn't ready. Okay, wir kommen hier nicht hoch. Die haben hier vorgesorgt. Ist halt ein Gefängnis, ne? Von daher ist das einfach super anti-Assassinen-sicher. Und da unser Jack the Ripper ja auch ein Assassine ist, weiß der halt, wie der seine kleine Festung hier sichert vor uns. Okay, Flaschenzug aktivieren. Ach, da müssen wir auch hin. Wir müssen aber erstmal rein. Da ist er, der Kollege. Der Galgengehilfe. Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Der Gehilfe des Wärters ist für den Galgen verantwortlich. Bringen Sie den Gehilfen dazu, den Galgenmechanismus zu untersuchen. Okay. Mal gucken. Richtig ins Gefängnis einbrechen. Ja, wir sind komplett anti, ne? Nichts mit Prison Break oder so, sondern Prison in Break. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal darüber. Und oh. Ja, epileptischer Anfall, Freunde. Sorry dafür. Passiert manchmal, wenn ich über so eine Dornenranke rüberhangle. Das war jetzt nicht der beste Weg, ne? Da hat das Game jetzt nicht die coolste Route empfohlen. Aber ich weiß auch nicht, inwieweit wir hier rumkämpfen sollten. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie schnell hier Alarm geschlagen wird. Wieso sieht er mich denn trotzdem? Was? Ich war doch voll versteckt. Lauf. Putz. Ja, hat jetzt nicht so gut geklappt auf jeden Fall. Was war das denn? Ich habe keine Ahnung. Ja, absolut keine Ahnung. Okay, niemand ist wirklich alarmiert worden. Das war aber verdammt knapp. Der wollte instant, das war der Erste, der uns kurz gesehen hat. Und sofort wollte er Alarm schlagen. Und die Musik ist auch jetzt nicht unactionreicher geworden. Ich weiß es nicht. Hoffentlich nicht das Höschen aufgerissen. Ja, wenn doch, haben wir ja so einen Umhang dabei. Da können wir einen Schlüssel stehlen. Vielleicht sollten wir trotzdem den Schlüssel stehlen? Wir müssen auch so reinkommen, oder? Was haben die denn mit ihren Schlüsseln vorne? Schlüssel sind nur für die Schwachen. Wobei ich auch nicht weiß, ob wir unseren Schlossknacken-Perk dabei haben. Mal sehen. Den natzen wir auf jeden Fall erstmal weg, der hier vorne steht. Zack, der dreht sich nämlich bestimmt sonst auch um. Da können wir interagieren. Oh, und da oben ist unser Fenster mit dem süßen Duft der Freiheit beseelt. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie hochkommen. Oh nein, hier sind auch überall so Zacken. Oh nö. Es muss so eine Möglichkeit geben. Kann ich mich da nicht hochziehen mit R? Da war doch eben R. Come on, wo ist es hin? Ivi, wo ist das R hin? Wo ist R hin, sozusagen? Jetzt? Ja. Nee, das war eigentlich nicht der Plan. Ich wollte da rüber. Das muss doch gehen. Da muss ich doch rankommen, oder nicht? Nein? Na gut, ich kann auch einfach aufs Dach jetzt, oder? So? Ja, vielleicht hätte man es auch so von Anfang an machen können. Ich komme da nicht rein? Ihr verarscht mich doch. Ja, hier ist auch überall Stacheldraht dran. Hä? Dann komme ich da vielleicht nur raus, oder? Vielleicht hier hoch und dann rüberspringen?
Mal gucken. Nee, selbst hier nicht. Ich dachte, ich habe die super Chance gefunden. Aber nein. Aber nein. Das ist sehr, sehr sad. Letztes Jahr habe ich mal Kekse selbst gebacken. Das hat wohl so gut gerochen, dass die putzige Omi aus der Wohnung neben uns geklopft hat und gefragt hat, ob sie welche abhaben kann. Oder sie ist mega creepy und beobachtet dich die ganze Zeit mit so einem Winkelfernrohr oder so. Aber gehen wir mal davon nicht aus. Ja, die Zeit des Backens ist immer eine tolle. Ich habe die meiste Zeit im Jahr ja nur die Zeit des Kackens. Die ist meistens nicht so toll. Aber ja, ist doch eine super, super Story so. Wie komme ich da denn rein? Da ist ein Eingang. Okay. Dann kommen wir da oben vielleicht wirklich nur raus und können uns da dann verpissen. Die Grobiane sind halt angstimmun, ne? Und können die auch beruhigen. Das heißt, es ist jetzt sehr ungünstig. Egal, was ich mache, kann halt sein, dass scheiße wird. Das war der erste. Das war der erste Streich. Kommt der mit raus? Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut, dass der mit rauskommt. Zack. Können wir den nämlich auch noch wegzimmern. Ich habe Fragen, die Antworten verlangen. Sehr gute Sache. Die Frage ist jetzt, machen wir ein Doppelattentat? Versetzen wir die in Angst? Was ist jetzt am besten? Was ist jetzt am besten? Weil wenn die abhauen, haben wir ja ein Problem. Dann lassen wir den jetzt einfach mal einzeln und hoffen das Beste. Pass auf, so. Zack. Du kriegst ein Messer. So, und der dritte ist weg. Du. Okay, warum nicht? Soll ich von Voidy fragen, was du sonst noch mit Winkelfernrohren beobachtest? Wortlaut beim Kochen macht mich einfach nur geil, Mann. Und das muss ich auch wirklich so sagen. Von daher, ja, ist er der Quell der Beobachtung. Zack! Das ist meine Stalker-Muße sozusagen. Gut, das haben wir doch an sich ganz gut gelöst. Vielleicht können wir noch ein paar Messerchen looten. Und dann sind wir doch auf Umwegen reingekommen. Habe ich mir anders vorgestellt. Aber ja, wir gehen wirklich durch die Haupttür quasi rein. Okay, halt alle, die vermisst doch keiner, wenn man die Gefangenen, die an die Gefangenen verfüttert. Das ist leider wahr. Da müssen wir hin, den müssen wir eliminieren. Mit dem reden, das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie langsam aber sicher hier hochkämpfen, möglichst ohne tausende Alarme auszulösen. So, dich natzen wir so mal eben weg. Komme ich an die für ein Doppelattentat? Wie liegt er denn? Gottes Willen, zack. Kommen wir für die für ein Doppelattentat irgendwie ran, hier über die Heuballen oder so. Der letzte Pilger, hallöchen. Grüße dich. Oh, oder so. So geht's natürlich auch. Freunde, ich grüße euch. Ich grüße alle Wachestehenden. Hä? Das habe ich mir ehrlich gesagt auch anders vorgestellt. Aber auch der Kollege wird nicht mehr dazu kommen, Alarm zu Auch der wird es nicht mehr schaffen. Zack. Wir töten die einfach mal. Ich weiß, wir sollen nicht... Oh, ich weiß, wir sollen nicht so viel töten. Wir sind ja die Guten, aber ich habe Schiss, dass sie nochmal aufstehen und dann unsere Fluchtwege behindern. Das fände ich sehr, sehr schade. So, die sind alle auch anfänglich für feucht, außer der Kollege. Deswegen hoffen wir mal, dass wir den jetzt problemlos wegzimmern können. Das sah sehr gekonnt aus. Röms, S-S-I-O-A. Was ist da los? So, und dann gilt es eigentlich nur noch, die beiden irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich würde den oben, würde ich sehr gern vorne auch noch mit dem Messer erwischen. Wir haben auch noch 20 Stück, da müssen wir eigentlich nicht uns groß Sorgen machen. Dass er nicht von oben uns irgendwie sieht. Wie weit kommt er denn? Kommt er hier rüber? Ich würde ihn halt auch gerne one-hitten, ne? Ich würde keine Messer wasten wollen. Wie weit rennt er denn? Um Gottes Willen, das ist nicht schön. Dann gehen wir hier hin. Und dann warten wir, bis er sich jetzt wieder umdreht. Zack, no! Zack, so, zack. Okay. Hat funktioniert, hat uns leider das Bonusziel gekostet. Weil auf der anderen Seite stand auch noch einer. Na gut, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Schade. Schade, schade. Das heißt aber auch, dass unsere Kollegen hier jetzt mit ankommen. Und das ist ja gar nicht mal so... Oh, das ist gar nicht mal so schlecht, hätte ich fast gesagt. Vorausgesetzt, sie erschießen uns jetzt nicht komplett. Weil dann können wir die ja auch gleich eliminieren hier. So, einwandfrei. Du bist der Nächste. Röms, und jetzt bist nur noch du, mein Freund. Und dich sollen wir ja auch so oder so töten. Röms. Und das hätten wir hiermit dann jetzt auch geschafft. Okay. War jetzt weniger spektakulär als erwartet, aber naja. Sieh dich an, Fräulein Gutmensch, nicht wahr? Glaubst du, einen alten Henker kalt zu machen, ändert was daran, was wir hier tun? Junge. Wir? Was glaubst du denn? Das war die Vision deines Bruders, seine Inspiration. Ich glaube kein Wort. Er brachte Mr. Jack bei, wie man den Schmutz aus dieser verkommenen Stadt schneidet. Aber du hast nicht den Mumm, um zu erkennen, was notwendig ist. Wo ist Jack? Wo ist der Ripper? Gute letzte Worte auf jeden Fall. Okay. Also sie glauben auch alle an irgendwas. Mit deinem notwendig.
an irgendeine Reinigung oder an diese Form des Wahnsinns, I don't know. Dieser Sadist hat für den Ripper gearbeitet. Aber hier ist keine Spur von Jack. Oh, Jacob, du hast dieses Monster nicht absichtlich erschaffen. Doch es ist unsere Aufgabe, ihn zu stoppen. Die Zukunft unserer Bruderschaft hängt davon ab. Ja. Ich muss Eberlan über meine Entdeckungen informieren. Ja, wenn wir dann reinkommen und er uns noch sehen will, ne? Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Der Gute ist, glaube ich, momentan nicht ganz so gut auf uns zu sprechen. Wobei hier dürfte jetzt ja einer... Was geht hier? Oh Gottes Willen. Keiner große Information haben. Das ist ja so weit weg vom Schlag. Loxias, Dankeschön für 6 Monate. Vielen Dank. Okay, hier kann ich runter. Kommen wir ja auch rüber, weil ich möchte ja auch gerne raus irgendwie. Sieht nicht so aus, ne? Dann gehen wir erstmal into the hoy. Schade, das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Da sind wir leider wirklich entdeckt worden. Ein kleiner Fehler und sofort im Eimer. Belastend. Sehr, sehr belastend. Kommen wir hier denn hoch? Ja, Wachtürmchen, oder? Ivi, wie sieht's aus? Türmchen hochklettern? Ja, das läuft. Wenigstens der Fluchtweg scheint zu funktionieren, wie wir das gewohnt sind. Random Schneehaufen, sehr gut. Ich erinnere mich noch an meinen Französischlehrer, der in der 8. Klasse mit einem Mitschüler darum wettete oder darüber wettete, wann der große, zusammengeschüttete Schneehaufen auf dem Lehrerparkplatz denn schmelzen würde. Und es ging um eine Schachtel Kippen. Das war höchst interessant. Mein Lehrer hat versucht, mit dem Rauchen aufzuhören und hat dann mit unserem Klassenraucher quasi gewettet, wann dieser Schneehaufen denn final geschmolzen wäre. Das war auch höchst interessant zu verfolgen. Ich weiß leider nicht mehr, wer gewonnen hat. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen im Sande verlaufen. Was ist das denn schon? Telefon oder what? Geben Sie mir Frederick Eberlein. Es ist ein Notfall. Nun, wo ist er? Oh oh. Der Ripper schlug wieder zu. Oh nein. Wo? Verstanden. Vielen Dank, Officer. Moment. Alarmieren Sie den örtlichen Constable. Schicken Sie so viele Männer wie möglich zu den alten Gefängnisschiffen. Krass. Das sind die Schlüssel zu Dreams Herzen. Und sie wirft sie einfach zu den Nutten. Coole Szenerie. Trotzdem atmosphärisch. Nach wie vor top. Gefangene. Ja, leider dezent verschissen, was Bonusmissionen angeht. Aber gut, das war ja irgendwie noch nie meine Stärke, habe ich mir sagen lassen. Fortfahren. Gönnung. Das ist Stroh, kein Heu. Das kann mal wichtig sein. Das ist wahr. Das ist wahr. Oh! Und wir sind's wieder, Freunde. Der Jackie. Hier kommt Jackie. Hoffe ich zumindest. Ansonsten wäre der Loading-Screen mit diesem Schockton gerade sehr fragwürdig gewesen. Und es lädt auch deutlich länger, als wir es. Die schnüffelnde Zwillingsschwester glaubt, sie könnte den Ripper kennen. Oh. Oh, Junge, diese Effekte. Krass. Okay. Wir verfolgen jetzt unsere Schritte quasi parallel und zurück, wenn man es so möchte, oder? Und wir sind hier anscheinend auch... Ah, nee, ah, das sind jetzt die Polizisten, die ermitteln. Verstehe, lass nichts unerledigt. Okay, mit der Waffe der Angst können wir voranschreiten. Ich weiß nur noch nicht, wie am besten. Wollen wir da außen mal anfangen? Können wir hier runter? Ja, hier kommt Jackie Boys. Der Schlüssel zu Dreams Herzen ist ASMR. Das ist wahr, aber irgendwie musst du ASMR ja auch in eine Form gepresst kriegen und dann sind das eben diese Schlüssel, ne? Es ist der Wichser, ja, gleich kommt Pastewka irgendwo raus. Töte die Zeugen, töte sie alle. Boah, Junge, diese Effekte. Ich hoffe, ich kriege nicht gleich wieder so einen Anfall, ne? Wie Ivi vorhin. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Kommen wir hier denn rein? Sieht nämlich irgendwie nicht so aus, als würde ich hier reinkommen. Doch, hier kommen wir hoch. Sehr gut. Sehr, sehr gute Sache. Wäre ein Game komplett mit den Effekten. Ja, so ein Indie-Game gibt es bestimmt auch, davon abgesehen. Es gibt so viele Underground-Indie-Games, die aber mega geil sind eigentlich. So, huhu, ich bin's, ja, der Ripper, man kennt mich. Ihr müsst mich aber nicht sehen oder so. Macht euch da keine Gedanken. Oh nein, 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 was? Oh Gottes Willen, hoch bitte. Danke, das ist... Ich glaube, das Game kommt manchmal selber auf seine ganzen Stacheldrähte, nicht klar, aber gut. So, hier ist ein Zeuge oder wie? Da steht er. Da steht unser Zeuge. Ja gut, dann nehmen wir mal so ein Messerchen und würde ich sagen, zack, Aussage verweigert. Hoppala, juckt auch keinen, ne? Alle so, ach Mensch, der Zeuge ist nicht mehr da. Früher Feierabend, einwandfrei. Das war Nummer 1. Da drin ist Nummer 2. Da ist aber auch ein Fenster direkt gewesen, oder? Nein, das war eine Tür drin. Ach, das war eine Tür drin.
Aber wir wissen ja jetzt eigentlich, wie wir reinkommen, ne? Da unten war der Eingang. Ich will halt aber auch nicht die ganze Zeit meine Messer wasten. Ich meine, wir haben 30 gehabt, nicht 1000, ne? Von daher würde ich sagen, wir gucken nochmal eben. Aber der scheint relativ allein zu sein, von daher... Räumst du, mein Freund? Putz! Auf Wiedersehen. Ja, und bei Jack ist es natürlich so, wir töten sofort. Hier ist jetzt nichts mit Larifari. Ja, nichts mit Daniel Aminati. Das ist alles ein Hieb, ein Kill. Was ist das zum Teufel? Was zum Fick bin ich sehend? Was ist denn das für ein Zeuge, bitte? Okay. Interessanter Typ. Das müssen wir ihm lassen. Definitiv interessanter Typ. Deskoy, grüß dich. Hallöchen. Ich glaube, den zu töten wird jetzt auch nicht so, dass... Ach so! Das sind... Ja klar, das sind unsere Gefangenen und der haut jetzt gerade den Henker. Oh shit. Nein! Und er springt in dem Moment! Du Räudiger! Holy fuck, diese Effekte. Mein Lieblingshenker! Der Arme! Der miese Gefangene hat Jacks Lieblingshenker getötet. Ja, dafür war er auch... Oh shit! Oh shit! Okay, das war jetzt zugegebenermaßen nicht der Plan, dass der Hund da oben mit seiner Trillerpfeife durchkam, aber solange es nur die sind... Nein, den jetzt hier, Leertaste, jawohl. Sollten wir es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. So, auf Wiedersehen. Und du jetzt auch, mein Freund. Oh, shit. Jo, einmal weggerippt. Wunderbar. Kann ich euch looten? Habt ihr Messer dabei? Das wäre schön. Ich möchte gerne meinen Messervorrat nähren. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob beide Platz für 30 hatten. Oder ob nur Ivy irgendwie die Tracht trägt, wo die 30 reinpassen. Mal gucken. Aim Gaming? Nee, warte, das war wieder wer anders. Ja, also diese abrupten Bewegungen, also das ist in jedem Game. Das nimmt mich halt mit, damit rechne ich einfach nicht. Und vor allem bin ich dann im Wurf auch alles andere als in der Lage, da noch die Flugbahn irgendwie zu ändern oder so. Gut, wollen wir erst nochmal runter, ja, dann machen wir jetzt hier diese Route. Gehen wir erst zu dem, dann der weiter rechts und dann der ganz rechts, logischerweise. Cool, oder? Voll die logische Reihenfolge, Mann. Sehr, sehr nice. Okay. Töte sie alle. Ja, boah, wie viele da unten sind. Krass, wie viele da auch angesammelt sind, ne? Ja, schon in Versuchung geführt, da mal so eine kleine Angstbombe reinzupfeffern, aber ich glaube, das wäre insgesamt kontraproduktiv. Mal gucken. Wo der jetzt? Ist der ist auch drin? Ne, wait, zerstören? Achso, das sind andere Hinweise. Hat gleich auch noch Tagebuch geschrieben, oder was? Gehen wir mal rein in die gute Stube. Hallo! Na, hier ist gar keiner. Verbrennen. Ich sagte dem Wärter, dass er alle persönlichen Besitztümer verbrennt. Die Polizei darf die Beweise nicht finden. Okay. Niemand darf die Besitztümer meiner Gäste finden. Oha. Oha. Schön in den Ofen rein. Zünden wir den Ofen auch an? Oder es bleibt einfach so im Ofen drin. Nö, soll passieren. Wozu ist der sonst denn da? That's right. Great. Hallöchen. Muss ich kurz was aus der Story reißen, weil ich das erste Mal hier bin und erst vor ein paar Tagen auf deinen YouTube-Kanal gestoßen bin. Hab gesehen, du machst nach jedem Raid immer so eine kleine Transmog-Show. Hast du auch mal vor, eine größere Competition zu machen? Hatten wir. Hatten wir erst letztens. Auch dazu gibt es Mitschnitte in der Livestream-Playlist. Zu Halloween hatten wir zu den Schlotternächten zum Beispiel. Also immer so themenbasiert quasi. Dann auch mit Gewinnen. Aber immer zu so Events, ne? Vielleicht machen wir nochmal eine zu Weihnachten, abgesehen vom Giveaway-Stream. Ja, vielleicht zu Ostern oder so. Dann immer so themenbasiert, weil so gesehen, wie du es eben richtig geschildert hast, machen wir eigentlich nach jedem Run, wenn die Leute das wollen, so eine kleine T-Mog-Show quasi. Und deswegen, ja, wenn es sich anbietet, machen wir was Größeres, dann auch mit Preisen und so. Aber halt sehr, sehr unregelmäßig, damit es eben auch unter diesen Competitions ein bisschen was Besonderes bleibt. Na, an sich war es immer Weihnachten. Diesmal haben wir das Ganze auch eben zu Halloween gemacht, deswegen weiß ich nicht, ob ich Weihnachten dann nochmal was mache. Aber ja, ist alles unter anderem mit dabei. So, wir gehen mal hier rüber. Ich weiß noch nicht, wie ich den jetzt am besten töte. Weil das müssen, bevor die komplett in Panik verfallen, ja drei Messerheader werfen. Vielleicht arbeiten wir da lieber mit unseren Bomben. Ich schneide euch die Ohren ab und schick sie euren Frauen! Das Stichwort. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir natzen die einfach mal beide, oder? So. Röms. Guten Tag. Meine lieben Freunde, ich hoffe, die rufen jetzt nicht komplett um Hilfe. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Weil das sieht bisher eigentlich ganz gut aus. Da vorne steht noch ein Polizist. Ich hoffe, das klappt, bevor er... hier jetzt. Ja, Jackie, schnell weg jetzt. Oh Gott. Ja, töte die Zeugen. Okay, nur noch einer. Oh shit, hier ist alles voll. Oh nein, hier ist alles voll. Oh mein Gott, ich hätte... Oh shit, ich hätte, glaube ich, doch mit der Angstbombe arbeiten sollen. Oh, fuck it. Fuck it, no. Wir müssen weg. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Kann ich mich hier hochziehen? Ja, das funktioniert, okay. Shit, wir hätten die Bombe nehmen sollen. Da waren überall an allen Ecken und Kanten waren die Bullen.
Belastende Sache. Aber wir brauchen noch einen. Wenn wir da jetzt nah genug rankommen mit dem Messerchen, dann haben wir es ja. Dann ist bestimmt auch relativ egal, ob die uns verfolgen oder nicht. Da steht er in the middle. Röms. Cool. War's das? Immer noch was zerstören. Okay, dann müssen wir den Moment eben innehalten, bis die Kollegen uns nicht mehr komplett suchen. Dann müssen wir nochmal rein in das polizistenverseuchteste Haus, was wir haben in der Umgebung. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ach nein. Ach nein, aber wie? Durchs Dach, ja, durch die Tür ganz unten würde ich ehrlicherweise ungern gehen. Die drei verabschieden sich wieder. Da ist ein Loch in der Wand, oder? Nee, das ist aber auch vernagelt worden. Fenster offen? Das könnte sein, da links. Das könnte sein. Mal gucken, ob wir darüber reinkommen und was es uns bringt, wenn da so viele sind. Abendsuppe, 3 Monate, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Da stehen halt direkt welche, ne? Wir machen mal das Beste draus. Hallo, guten Tag. Den einen zimmern wir weg, den Rest zimmern wir kaputt, wenn wir es denn hinbekommen. Sind zum Glück jetzt noch nicht so viele in dem einen Raum, wie ich zunächst angenommen habe. Und Jackie haut ja zum Glück auch relativ gnadenlos gleich alles kaputt. Oh, schön mit der Pirouette, einwandfrei. Wir looten nochmal in Ruhe. Oh shit, da kommen welche hoch. Oh nein, so viel zum in Ruhe looten. Jetzt kommen die von unteren, von den unteren Stockwerken hoch. Na, was möchtest du gerne? Ein Tritt oder eine Kopfnuss? Ja, beides habe ich im Angebot, mein Bruder. Rums. Und auf Wiedersehen. Ja, er weiß, wie man meuchelt. Na, da kommen wir sehr, sehr gut mit zurecht. Stichwort hat Jackie Boy wörtlich genommen. Ja, eben. Ne? Da war er gleich zur Stelle, Junge. Das ist, wie wenn du es dreimal vorm Spiegel sagst im Badezimmer. Dann ist er auch plötzlich hinter dir. Ganz gefährlich. Looten und leveln. Ja, meine Messerchen nehme ich schon sehr, sehr gerne mit. Auch hier nochmal ein paar Materialien, ein paar Skillpunkte, dies, das. Habe ich gar keinen Überblick, wie viel wir da haben. Ach, hier liegt ja der Brief. Gottes Willen. Verbrennen. Diese Briefe hätte ich fast vergessen. Ja, ich auch. Siehst du? Ich kann mich wieder als Saucy Jack ausgeben, sobald ich mit Evie Fry fertig bin. Saucy Jack? Nice. Ja, 15, genau. Sind maximal 15. Gut, verlasse das Gebiet. Naja, das haben wir ja mehr oder weniger gut hinbekommen. Also, ja, die Fails haben nicht überhand genommen. Damit bin ich eigentlich schon relativ zufrieden. Da bin ich eigentlich schon relativ zufrieden. Okay, ist egal, wo wir rausgehen. Ich denke, nur Gebiet verlassen. Wobei, da ist ein roter Punkt, ne? Wow, ist egal, wo wir rausgehen. Ich gehe in die komplett andere Richtung. In dem Moment der Punkt auf der anderen Seite. Der soßige Jack. Ja, der Soßen-Jack. Man kennt ihn, ne? Mit seiner geheimen Spezialsoße, liebe Leute. Gefährlich. SSIO-Video geschaut, das ich letztens im Discord gepostet habe. Ich weiß jetzt nicht, welches speziell. Ich gucke auch nicht 24/7 so im Discord, weil da auch oft eine Menge kranker Shit passiert. Aber ja, habe ich mit Sicherheit gesehen, weil ich den Kanälen ja auch normal folge. Von daher, wie immer, krank in letzter Zeit, was SSIO so macht. Er hat auf jeden Fall seine Geisteskrankheit sich selbst bewahrt über die Jahre, ne? Und das ist sehr, sehr schön. Okay, da ist unser Ausstiegspunkt. Und da müssen wir auch ohne Naja, wobei. Wobei, ich wollte gerade sagen, müssen wir ohne Probleme hinkommen. Pass auf, wir machen lieber die sichere Runde. Wir gehen lieber hier wieder außen rum, wie wir es vorhin auch getan haben. Das wäre sonst, glaube ich... Oh nein, ey. Genau deswegen. Das wäre sonst, glaube ich, zu gefährlich. Komm, einmal runter. Nicht desynchronisieren. Nein, 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 nein. Wir wollen hier oben gleich wieder hoch. Und dann hier raus. Sehr, sehr schön. Fresher, hallöchen. Grüße. So, und bitte möglichst ohne jetzt hier am Busch hängen zu bleiben und bitte auch möglichst ohne jetzt komplett erkannt zu werden. Nicht mehr lange, bis mein Meisterwerk sie mir direkt in die Arme treiben wird. Oh, oh, oh. Ich freue mich schon auf das Familientreffen. Ach, schön. Was für eine Freude, oder? Was für eine Freude. Welcher Assassin's Creed-Teil mein Favorit ist? Das ist mein erster, den ich spiele. Ich war nie großer Assassin's Creed-Freund, weil mich in den ersten Teilen das stumpfe Gameplay und so mega abgefuckt hat. Und ja, das war mein Einstieg und damit bin ich auch sehr zufrieden hier aktuell. Hier sind wieder Eevee. Wir haben Skillpunkte, Fähigkeiten, haben wir auch Loot bekommen. Ich bin mir gar nicht sicher, aber Skillpunkte müssen wir jetzt relativ en masse haben eigentlich. Mal gucken. Inventar, Schusswaffen zum Beispiel. Haben wir ein Templer. Nee, nicht Schießeisen, sondern Templer-Schießerei heißt es einfach. Ja gut, Templermeister begehren dieses überragende Schießeisen. Versuchen heißt Glauben, alles klar. Und das ist in sämtlichen Punkten einfach nur Boss, Leute. Das nehmen wir mit auf jeden Fall. Das Ding ist, upgraden wir das? Ich weiß nicht, ich arbeite halt null mit der Knarre, aber vielleicht kommt das noch. Die 1050, glaube ich, haben wir an der Stelle auch noch, oder? Schön verbessert hier das Ding, einwandfrei. Sonst noch irgendwas? Handschuhe könnten wir auch verbessern für 900. Gibt uns noch eins auf Angriff. Klar, nehmen wir auch mit. Come on, was soll der Geiz? Schön in die Phrase, Junge.
Schön in die Fräse und waffenmäßig 9000. Ja, den hätten wir eben kaufen können, aber ja gut, eins auf alles, Tödlichkeit. Ich sag mal, wir haben ja bis jetzt keine wirklichen Probleme im Kampf auch gehabt, ne? Upgrades für Ausrüstung, so ist geheim. Und Farben, weiß ich nicht. Ich finde das hier immer noch, wo ist es, das Rote? Das finde ich immer noch super schick, Mann. Das als Bademantel, oder? Da wären wir voll dabei. Guti, und Fähigkeiten können wir uns auch gönnen. Angstbomben, super selten jetzt benutzt in letzter Zeit. Aber die geraten sofort in Panik. Von daher im Explosionszentrum würde ich sagen, wir nehmen das auf jeden Fall mit. Dann arbeite ich vielleicht auch mehr damit. Näher am Epizentrum. Sehr, sehr schön. Und was ist das hier noch? Können wir uns eh nicht leisten. Achso, verängstigt sofort, dass sich das wie so eine Kettenreaktion weiter bewegt. Größere Entfernung gesehen. Und das hier, ja gut, dann nehmen wir eher das mit dem Takedown. Den benutzen wir ja doch häufiger als, wie heißt es denn, als das illustre Nadelwerkzeug. Guti, oder nehmen wir da auch den ersten noch mit? Ja komm, wir nehmen den ersten jetzt auch mit. Das war jetzt irgendwie, entweder wir haben 10 Millionen Skillpunkte oder eben keine. Von daher, ja, machen wir es jetzt einfach so. Und fehlt ja auch nicht mehr so viel. Fehlt ja auch nicht mehr so viel. Gut, es schneit immer noch. Es ist sehr, sehr weihnachtlich vorne. Was geht hier schon wieder? Unser Handy. Bolias hat ein Foto geschickt, Junge. Crazy stuff. Crazy stuff. Dann gönnen wir uns die Map und gucken, wo es weitergeht. Oh, da oben. Die Mutter aller Verbrechen. Na, aber hallo. Das klingt sehr... Hallo? Darf ich hier mal bitte in die Karte schauen? Also das, Freunde, es ist wieder ein Benehmen von der Londoner Bevölkerung. Wollen uns die Nächsten gleich angreifen? Das ist auch wirklich keine Art und Weise. Ja, die arme Dame muss hier irgendwie den Gehweg schrubben in so einer Gasse, wo du ja schön noch die Kacki-Rinne hast. Wo du einfach schön auf der Straße kackst und den Eimer rausschüttest oder den Nachttopf, whatever. Und wir werden hier angegriffen, ne? Das ist alles nicht schön. Das ist wahrlich alles nicht schön. Also ich habe schon immer mal so ein bisschen Assassin's Creed klar reingeschnuppert, sonst hätte ich ja dieses erste Fazit meinerseits gerade nicht geben können. Hatte dann auch, als ich eine PSP geholt habe damals, PlayStation Portable, was ist da los? Hatte ich auch das Assassin's Creed Spiel, was ich aber jetzt nicht so als PSP-Ableger super zu der Reihe zählen würde. Dann hatte ich ein bisschen Unity, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Im Koop haben wir ein bisschen was gemacht, ne, mit Shireen zusammen. Und ja, ich habe immer mal so ein bisschen geschaut, es gab ja immer mal eine Gratisaktion und so, aber hat mich eben nie richtig mitgenommen, bis wir jetzt eben gesagt haben im Rahmen einer Abstimmung, yo, wir streamen mittlerweile jeden Tag, 7 Tage Full WoW ist vielleicht auch für den ID-verliebtesten Charakter zu viel, was geht, worauf habt ihr Bock, und dann war es eben Assassin's Creed. Okay, wir müssen da anscheinend wieder rein, sehe ich das richtig? Frage ist nur, wo ist der Eingang, ne? Das ist so die Frage. Die Polizisten, hieß es ja, sind nicht gut auf uns zu sprechen. Aber greifen die uns deswegen auch direkt an? Das könnten wir vielleicht jetzt auch mal rausfinden. Will ich aber nicht. Nö, ich will jetzt gerade nicht. Hallo. Das sieht nicht gut aus, oder? Das sieht gar nicht gut aus. Hallo. Die Mutter aller Verbrechen. Junge, das ganze Bein. Holy shit. Jacks neueste Gräueltat muss seine letzte gewesen sein. Ivy sucht nach etwas, was das Monster übersehen haben könnte, was ihr helfen würde, der Herrschaft des Schreckens durch den Ripper ein Ende zu setzen. Mal sehen, was uns hier erwarten tut. Monster. Du verfluchtes Monster! Hey, was suchen Sie hier? Ivy, reißen Sie sich zusammen! Geht, los, raus! Raus mit die Viechos! Sagen Sie es mir! Ihnen sagen? Mit welchem Recht? Ich bin ein Hüter des Gesetzes und kein Mitglied Ihrer Geheimorganisation. Hören Sie mir zu! Jacob weiß... Nein, Sie hören mir zu! Ich kann Sie nicht länger decken. Alle Beweise deuten auf Ihren Bruder hin, auf die Bruderschaft, auf Sie. Liefern Sie mir schleunigst den Kopf des Rippers auf einem Spieß, sonst fürchte ich, kann ich nicht verhindern, dass meine Männer Sie stattdessen verhaften. Sie kriegen seinen Kopf, auch wenn es mich meinen kostet. Oha. Ich schätze, Hinweise suchen. Eine junge Unselige. Mit 25, die mit Abstand jüngste bisher. Miss Kelly wurde heute Morgen um 10.45 Uhr tot aufgefunden. Ihre Kehle wurde durchtrennt und ihr gesamter Kopf sowie der Körper auf eine Art verstümmelt, die sich nur als abscheulich definieren lässt. Uff. Dieser geisteskranke Hund. Little Moon, hallöchen. Grüße, was macht er immer mit seinen Armen? Sein verdammter Ellbogen steckt da in der Wand. Er ist ein Zauberer. Er ist ein Zauberer, Freunde. Er kann warme Luft zum Stinken bringen. Wir haben einen Teekessel. Cool. Der Kessel ist noch warm. Noch warm? Oha. Freunde, der Kessel ist noch warm. Was ist da los, Lausbub? Hallöchen. Hallöchen. Okay, wir haben einen coolen verbrannten Kessel.
Wir haben natürlich eine Leiche. Er hat ihr die Organe entnommen, ihr Herz, ihre Würde. Nichts, dass ich dich so sehe wie sie. Und ihre Todesangst erahne. Verletzt du Frauen, um zu beweisen, dass du ein Mann bist, Jack? Wow, das ist echt erbärmlich, wenn es so ist. Das ist abstoßend, widerlich. Die Grausamkeit lässt sich mit keinerlei Worte beschreiben. Das will was heißen. Oh! Das ist wieder eine Nachricht, die ich leider nicht so einfach entziffern kann. Es ist Sauklau. Ist der Mann Arzt oder was? Das ist ja Wahnsinn. Hier haben wir noch eine Spur. Es ist viel Blut. Der Blutfleck hat eine gerade Kante an einer Seite. Das weist darauf hin, dass ein Objekt die Spritzer aufgehalten hat. Okay, hinter der Tür. Die wurde bewegt. Von hier aus ergeben die Markierungen keinen Sinn. Tür. An der Tür ist Blut und und ein seltsames Symbol, das gleiche wie das, was auf der Leiche gefunden wurde. Die Polizei muss die Tür bewegt haben, als sie am Tatort ankam. Danke, oder? Die können auch wieder gar nichts alleine. Zack. Okay, also an die richtige, mit W und S an die richtige Position bringen. Achso, ja, Achtung. So? Schon, oder? So. So? Ja! Ja, ich bin voll der Detektiv-Boys. Was ist los? Adlerauge. Was entzieht sich unserem Blick bisher? Inspizieren? Ja, möchte ich gern. Darf ich nicht? Darf ich doch? Kann mich nicht bewegen. Kann nichts tun. Was geht? Ah, ja, okay, cool. Oh, es war ja tricky jetzt das Jahrtausend. Muss ich ja erstmal klarkommen, erstmal Gedanken ordnen, Junge. Das war ja ein Gulasch gerade. Ich dachte erst wieder Bug und jetzt hier. Wow. Was ist das? Jack hat diese Markierungen für mich hinterlassen. Mein Geschenk an dich, Evie Fry. Und es folgen bald weitere, außer du tust, was Jack sagt. Folge der Blutspur, um in meine Welt einzutauchen. Jack will, dass ich an die Orte seiner ersten Verbrechen zurückkehre. Ich werde tun, was du sagst, Jack, bis ich dich finde und dich in deine ganz persönliche Hölle schicke. Was haben Sie entdeckt? Eine Nachricht für mich. Das Monster wird mich direkt zu sich führen, Inspektor. Ich muss zu den Tatorten der ersten Verbrechen des Rippers. Lassen Sie sich nicht vom Zorn blenden, Miss Fry. Ich will Sie nicht auch noch verlieren. Sollte ich sterben, Inspektor, dann nehme ich den Ripper mit. Danny Chapman wurde nahe eines Friedhofs in Whitechapel ermordet. Mann, ich sag immer so schön Whitechapel und die machen das gar nicht. Das ist voll unfair, Mann. Freue ich mich über meine voll stylische Aussprache und dann nehmen die sich gar nicht die Zeit. Sir, hier wurde jemand umgebracht. Wie kommen Sie darauf? Der Kessel ist noch warm. Döp, döp, döp. Richtig nice. Richtig nice Sache. Emeron kennt sich ja aus damit, wissen viele nicht, aber Emeron hat sich früher mit heißen Teekesseln selbst befriedigt. Und deswegen ist das so ein klares Zeichen, ja. So eine Geschichte, mit der er sich selber sehr gut auskennt. Und erst danach hat er zu WoW gefunden und wurde von diesem Laster, von diesem Fetisch dann eben geläutert. So ist